So, es geht. Sehr gut. Wie habt ihr das Intro empfunden? War das wunderschön, Metzidon? Ich muss jetzt mal kurz... Barinade, das war das, genau. Wir wollten ja die Barinade angreifen. Was geht bei euch? War alles fit? Bald ist spektakulär Ostern. Ich bin begeistert. Hier... Okay. Ich muss mich gerade erstmal einfinden. Ich glaube, wir können erstmal wirklich zur Barinade gehen und die wegfetzen und dann ist alles gut. So, ein bisschen hier nochmal kurz regulieren. So. Perfekt. Ich bin gespannt, wie weit das heute geht. Ob das irgendwie irgendwann heute mal wieder zum Stocken kommt oder ob das einigermaßen durchgeht. Knuspertaschen. Ja, der. Ich müsste den. Stimmt, ich müsste den eigentlich da noch in dem Shop Knuspertaschen hinten hin machen. Das wäre gar nicht mal so eine dumme Idee. Shinramen? Also, ich kenne ja Ramen und so, ne? Und ich kenne Shintoismus, aber. Was sind denn Shinramen? Oh mein Gott. Okay, Plan ist jetzt erstmal ein Hähnchen zu holen, damit ich. Boah. Damit ich zum Yabu Yabu gehen kann. In den wundervollsten Dungeon überhaupt. Zack, sei gegrüßt, was geht? Mein Tisch, der steht so in der Mitte. Das ist immer so am Hallen, ne? Das ist immer so ein bisschen nervig, finde ich, find ich. Oh mein Gott, wie viel Money da lag. Okay. Einmal zu einem schönen Chicken hin, wenn ich da noch jemals hinkommen sollte. Ich glaube irgendwie nicht mehr dran. Weil... Wie geil wäre das eigentlich, würden auch so die Maskeneffekte übernommen werden. Zum Beispiel, die Tora-Maske wäre jetzt hier zum Beispiel auch zum Verwandeln. Das wäre richtig geil. Die sind, okay, scharfe Nudeln sind nice. Also, ich würze mir auch immer alles scharf, wenn es geht. Ich liebe es. Oder Jalapenos Ultra. Genauso wie Peperoni und so. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Ich weiß nicht, ich finde scharfe Gerichte immer sehr, sehr schön. Wenn du dann richtig weggebrannt wirst. Das hat einfach was. Ich habe übrigens auch aus Sidon einen neuen Alert gemacht. Mal gucken, ob sich der heute triggert. Ich bin gespannt. Also ich habe zwei Sidon Alerts. Einmal der, den ihr kennt, wo der rumfliegt. Warte. Ich komme nicht mehr nach vorne. Wie habe ich den Hähnchen... Oh mein Gott, wie unnötig. Ich habe den Hähnchen jetzt irgendwie Damage gemacht beim Draufstürzen. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt funktioniert hat. Brrr. Die Kacke ist, ich muss jetzt wirklich nochmal komplett durchlaufen. Oh mein Gott, die Hasenohren sind mit Hähnchen kombiniert nicht geil. Das ist nicht gut. Weiß auch nicht, ob ich jetzt da hinkomme, um das andere Hähnchen zu kriegen. Wahrscheinlich muss ich... Musik. Sehr traurig. Und was habt ihr heute noch so Spannendes vor? Heute ist ja überraschenderweise Samstag, wie ich festgestellt habe. Ich habe gedacht, wir hätten heute Freitag. Könnt euch ja schon mal drauf gefasst machen. Heute Nacht werden die Uhren umgestellt von 2 auf 3 Uhr. Wird ein großer Spaß. Ich bin mal gespannt, ob man wieder diesen Effekt merkt, dass man irgendwie danach irgendwie total im Arsch ist. Weil alle, die lange schlafen, haben jetzt noch mehr Probleme. Die müssen sich ja jetzt richtig rausquälen, ne? Also wenn ich zum Beispiel so um 5 Uhr aufstehe oder so, ist es dann eigentlich 6 Uhr und... Ich weiß nicht, ich halte von dieser Zeitumstellerei sowieso nichts. Das ist ein bisschen nervtötend. Könnten die auch einfach mal sein lassen. Aber mal gucken. Vielleicht wird sich das ja mal irgendwann in den nächsten 65 Jahren ergeben, dass die das mit der Zeitumstellung endlich mal sein lassen. Weil das ist schon irgendwie nervig. Ich weiß aber auch selber nicht, was ich eigentlich besser finde. Ob es eigentlich die Winterzeit ist, ob es die Sommerzeit ist. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwelche Präferenzen habt, wo ihr sagt, Sommerzeit ist besser als Winterzeit. Und wenn ja, warum? Weißt du, ich glaube, ich finde Sommerzeit eigentlich ganz nice. Einfach aus dem Grund, weil es dann schon länger hell ist, mehr oder weniger. Aber bringt einem im Winter eigentlich auch so ziemlich gar nichts. Ich hab mal um 8 schon müde bin. Kenne ich, das ist das Alter. Ich mache selten bis 22, also ich will mich mehr oder weniger. Ab 9 Uhr bin ich tot. Ich bin ab 9 Uhr tot. Sommerzeit ist die normale Zeit.
Ja gut, daran kann es liegen dann. Ich brauche einen Fisch, damit ich bei Yabu Yabu rein darf. Oh, wir haben einen Puh. Wann habe ich den denn bekommen? Nice. Warum muss man denn überhaupt eine Winterzeit einführen? Das ist so unnötig. Die sollen es einfach sein lassen. Die ganzen Leute sind nur angepisst davon. Es mag doch keiner, wenn er die ganze Zeit die Zeit hin und her switcht. Ich meine, jeder meckert darüber. Ich kriege gerade die Fische nicht. Ah, jetzt. Ah, okay. Mein Lieblingsdungeon, die Barinade. Ich freue mich jetzt schon ganz, ganz doll drauf. Ich weiß nicht, soll ich mir jetzt Zora-Gewand kaufen? Ich meine, ich habe Geld. Ja, wir sind... Ich meine, ich akzeptiere das Alter mittlerweile vollkommen. Dafür bin ich in einer schönen Zeit aufgewachsen. 300, ich bin zu arm. Nice. Ah. Der Typ ist aber auch ein Scammer, ne? Der verkauft Fische, obwohl man die genau vom Laden fangen kann. Das ist absolut krank. Eben. Einfach noch einmal umstellen und dann einfach so sein lassen. Die sollen einfach diese verdammte Uhr in Ruhe lassen. Das ist doch nicht so schwer. Oh nein, Barinade. Wegen Stromkosten. Ja, das bringt uns ja auch sehr viel jetzt gerade noch. Wir dürfen ja eh blechen. So, ich bin gespannt. Also, Tracker muss ich im Auge behalten, dass ich die auch aktualisiere. Das ist immer so ein bisschen, ja, Gewusel, wenn man nebenbei noch die Maps aktualisieren muss. Okay, der große Vorteil bei Yabu Yabu ist, wir haben bereits den Bumerang. Das bedeutet, ich kann hier eigentlich schon so ziemlich viel veranstalten. Ich kann, glaube ich, eigentlich, wenn ich schon in die komischen Nudelräume kann, könnte ich da eigentlich schon alles massakrieren. Das ist ziemlich nice. Also ich glaube, Yabu Yabu wird heute sehr entspannt. Einfach aus dem Grund wegen dem Bumerang, weil er schon existent ist. Mega. Schade, dass der Bumerang hier nicht so overpowered ist wie in A Link's Awakening. Jedenfalls die Switch Edition. In der Switch Edition ist der ja ein bisschen hardcore overpowered. Das ist einfach das beste Item überhaupt. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, ob in Ocarina of Time Yabu Yabu sogar mein Hass-Dungeon ist. Ich mag den wirklich nicht. Das ist total nervig, das dann. Gefallen. Okay. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass es heute einigermaßen gut läuft. Ich habe zwar immer noch keine Ahnung mehr von den ganzen Majora's Mask Quests hier so rumgeistern, aber das wird sich, denke ich mal, irgendwie wieder geben. Wo ist Ruto eigentlich? Die ist draußen, ne? Ich muss das nur einmal hier rein und rausgehen zum Trigger. Oder? Ach ne, die lag unten rum, ne? Die lag unten. Wo lag die? Da, glaube ich. Ich bin ins Falsche, glaube ich, gesprungen. Nein, perfekt. Ich habe die Fuchsmaske aktiviert, nicht die Hasenohren. Ja, guck mal, ich war komplett neben der Spur. Danke für den Einfall. Ich war verwirrt. So, weg mit der Fuchsmaske. Schön wert, wenn ich die hätte. Dann könnte ich wenigstens diese komische Wannabe-Fuchs-Quest da machen. Ruto ist übrigens auch eine sehr gute Waffe, ne? Also ich meine, das Ding zerstört auch ziemlich viel, wenn du damit irgendwas triffst. Okay, warte mal. Ich muss das switchen. Ich finde das so unnatürlich, wenn da drauf so ein Button ist. So ein Item ist. Unten. Komm. Bumerang. Die OP-Waffe. Habe ich mir ein Deko... Ich habe mir ein Deko-Schild geholt, ne? Wir können ja jetzt wieder den Damage-Trick machen. Das ist ja sehr schön. Ah, oh, herrlich. Komm her. Skulltula. Ich hoffe jetzt wirklich nur, dass wir in weder in Majora's Mask noch in Ocarina of Time irgendwie bei den Skulltulas was haben, was nötig ist. Weil, denk mal, da ist wirklich so ein Schlüssel-Item hinter der 100. Skulltula oder so gelockt. Das wäre richtig schrecklich. Das ist auf jeden Fall mein Hass-Dungeon. Ich kann es nachvollziehen. Ich mag den hier auch nicht. Hier ist ja noch nicht mal eine Schachtel oder so. Oh mein Gott. Nice. Ich habe so ein Gefühl, das wird für die Barinade heute noch wichtig. Habe ich sehr stark im Gefühl. Wo ist Ruto? Tot. Ich habe sie versehentlich zerstört. Ich hätte die nicht irgendwie im Wasser ertrinken lassen sollen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Yabu irgendwie gesund ist, wenn er von innen drin so aussieht. So eine komische Kreatur.
Okay, go. Ich wollte demnächst nochmal so ein TOTK-Video rausbringen, aber mir fehlt da noch ein, zwei Sachen. Um die wirklich komplett... Da sind zwei Skulltonas? Oh mein Gott. Warum hat das Vieh eigentlich so viel Spinnen im Bauch? Überleg mal, du hast so kleine Minispinnen in dir. Das ist schon abartig. Drehen sich ganz in den Kreis. So. Ich werde dafür sorgen, dass dieser Dungeon relativ schnell von der Bühne ist, damit ich mir diesen Dungeon nicht antun muss. Ich hätte ja sehr gerne den Waldtempel weitergemacht, aber ich habe ja leider Song of Time nicht gehabt. Deswegen wir die wunderschönen fetten Würfel nicht wegmachen konnten. Ich habe heute in Starwell mein 50-50 verloren. Also du kannst ja Charaktere ziehen. Ist natürlich immer noch ein bisschen glücksbasierend. Und ich habe es leider verloren. Aber ich habe einen Charakter bekommen, mit dem ich sehr gut rechne. Schattentempel ist mit... Ja, doch, vom Design her und die ganze Mechaniken da drin finde ich ihn auch am besten. Finde ich auch richtig geil. Also, Schattentempel ist richtig, richtig nice. Nein! Rute, du bist so ein unfähiges Mistvieh, ne? Oh mein Gott, weißt du, dann geht die auch komplett, dann spawnt die am Arsch der Erde wieder. Oh, wie mies. Wenigstens geben mir die Bubbles hier ein paar Items. Oh mein Gott. Was spielst du? Ich spiele Ocarina of Time gemixt mit Majora's Mask. Und das alles als Randomizer. Du kannst dir also vorstellen, Randomizer, denke ich mal, weiß ja, wie das funktioniert. Items sind zufallsbasierend irgendwo verteilt auf der Karte. Und in dem Spiel ist es so, ich kann zwischen den Spielen hin und her wechseln. Ich kann in Ocarina of Time Items für Majora's Mask finden. Und ich kann für Majora's Mask Items... Ach, in Majora's Mask kann ich Items für Ocarina of Time finden und ich kann natürlich in den jeweiligen Spielen auch nochmal Items für sich finden. Heißt, du musst eigentlich alles mögliche abklappern, jede Eventualität irgendwie bedenken, überall hinrennen, was nur geht, alles abchecken, wo du hin kannst. Ist natürlich mit den Maskenquests auch ein bisschen eklig, weil du weißt... Oh, warte mal, ich habe da Zora gewonnen schon, sehe ich gerade auf meinem Tracker. Ah, cool, okay. Ich wollte es mir gerade kaufen. Zum Glück war ich arm. Das Problem ist halt einfach, die Maskenquests sind auch alle gemixt. Und das ist halt schon komisch, ne? Wenn du dann einfach die Items für die jeweiligen Maskenquests nicht kriegst, dann musst du alles übelst verkrüppelt machen. So richtig verkrüppelt. Aber... Ich glaube, es könnte interessant werden. Ich glaube, da hinten ist eine Kuh oder so. Ich habe aber, glaube ich, nicht das Lied. So. Aber ist ja auch wurscht. Wir müssen jetzt erstmal Ruto in den Aufzug hochbringen. Wenn er denn mal kommt. Nein, nein. Oh mein Gott. Ich habe bei den Sprungpassagen einfach immer nur Panik. Guck mal, ich greife... Ach ne, das sind meine Hasenrollen. Ich dachte gerade schon, ich greife durch Ruto durch. Okay, go. Endlich sind wir im Hauptraum. Jetzt kann ich Ruto endlich als Schalter benutzen. Wow. Siehst du, deswegen sag ich, Ruto ist overpowered. Mich würde mal interessieren, wenn man ein Hack machen würde oder eine Mod oder so. Dass man sich die Ruto einfach cheatet bei Ganondorf und dann guckt, was passiert oder wie viel Schaden die anrichtet, wenn man Ruto gegen Ganondorf schmeißt. Boah, ich finde das so geil, wenn du einer Cutscene angegriffen bist. Das ist so lustig. Das sind immer so tolle Ereignisse. Ich habe das nur einmal gehabt. Aber das ist so lustig jedes Mal, wenn es passiert. Weil es gibt manchmal ein richtig schönes Timing. Richtig gestörte Szenen. Sehr gut. Willkommen, Krea. Was geht? Du kommst direkt zum besten Dungeon. Barinaden-Power. So, mal gucken. Vielleicht kriege ich ja die Göttermaske oder so. Das wäre schön, ich warte immer noch drauf. Ich werde das Spiel auch nicht beenden, ehe ich die Göttermaske irgendwo gezogen habe. Das ist ein Pfeil, das kommt schon mal nah dran. Okay. Boah, aber überleg mal, du würdest einfach mal so die Göttermaske ziehen, das wäre so overpowered. Okay, komm mit. Ey, warte mal, da ist ja auch noch ein Raum. Den konnte ich ja noch machen. Blasen, Bubbles. Okay, die kann man eigentlich am besten sogar mit den Dekonüssen einfach wegklatschen. Ist einfach so ein AOE-Angriff. Stirb.
Und dann sterbe ich und werde aus der Szene gesteuert. Du brauchst ein Zhongli, dann kannst du einfach Schild machen. Schilds in den Cutscenes und die können dich nicht umbringen und trotzdem angreifen. Oh mein Gott, in dem Yabu Yabu ist wirklich nichts Berauschendes bisher, ne? Also Rubine, Pfeile. Ist nicht gerade der beste Itempool, der mich hier erreicht hat, aber mal gucken. Ich bin zuversichtlich, dass wir jetzt gleich noch ein gutes Item bekommen. Danke für den One-Hit, Ruto. Der Boss ist ein bisschen... Ja, Barinade ist manchmal sehr eklig. Barinade kann nervig sein. Ich finde, das ist für einen dritten Boss in einem der ersten 3D-Spiele, die existieren, ziemlich abartig eigentlich. Wo ist der Pinöppel? Ach, hier ist gar kein Pinöppel. Warte mal, das geht das auch? Ich sag's doch. Dekonüsse sind einfach absolut overpowered. Das sind total die kranken Items. Die sollte man einfach spammen die ganze Zeit. Die machen so viel aus. Da lebt noch einer. Da! Ich hatte auch einen OTP. Ja gut, der Wassertempel wird ja von vielen gehasst. Ich mag den. Ich mag die gesamte Mechanik vom Wassertempel. Nur in Randomizer ist das ein bisschen eklig, wenn dann die Schlüssel anders verteilt sind. Du hast einfach dann gar keine Ordnung mehr. Schon wieder Rubine. Oh mein Gott. Moni! Wo ist Ruto schon wieder hin? Egal. Nächster Pinöppel. Ich krieg das hier wirklich schnell durch. Einfach aus dem Grund, weil wir einen Bumerang instant hatten. So, einmal noch die Nudel hier umbringen und dann ein Treffer noch, dann ist die Nudel weg. Nudel down. Das Herz, der hat keinen. Ah, okay, das war ja nur der dicke Geschwürwegmacher, okay. Muss jetzt nur mal gucken, nicht, dass man jetzt gleich ins Falsche reinstürzt. Wobei, hier vorne. Hier hätten wir jetzt regulär den Bumerang, glaube ich, bekommen. Nee, gar nicht wahr, ich habe keine Ahnung mehr. Doch, ich glaube schon, oder? Ja, gut, das mit den Eisenstiefeln, das ist scheiße, ne? Aber in dem Dingen hier kannst du die höchstwahrscheinlich auf die Steuerkreuzdinger machen. Also das ist so eine Sache, die finde ich, die haben die Emulator auch gut umgesetzt. Und auch im 3DS-Teil. Also das war auch eine Neuerung, die musste sein. Ich bin auch überrascht, dass Nintendo das überhaupt gemacht hat. Maulgraben. Maul, ja, Moni gammelt da gerade auf ihrem riesigen Korb rum und gammelt und schält. Aber kann sie auch. Ist ja auch Ekelwetter heute, also von daher besser ist. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich glaube, das Ding hier, ne? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, in dem war der dritte Pinöppel drin. Okay, wart nicht, das war da drüben. Jetzt kann ich den ganzen Weg schon wieder gehen. Ich glaub's nicht. Oh mein Gott. Also auf der linken Seite. Ich merke mir das aber auch ehrlich gesagt nie, wo in Yabu Yabu der richtige Weg zum Runterstürzen ist. Das finde ich immer sehr, sehr nervig. Das hätten die irgendwie so, weiß nicht, wenigstens markieren können, dass da jetzt frei ist. So. Aber es geht ja flott. Ich bin sehr, sehr. Findest du Teotica hätte Game of the Year werden sollen, um Gottes Willen? Nee. So sehr ich Zelda mag, aber Teotica ist viel zu viel Copy-Paste. Es ist quasi BOTW, auch fast komplett die Story, nur noch mal ein bisschen umgeschrieben. Aber das Prinzip ist einfach komplett gleich. Mal von der gleich genutzten Karte abgesehen. Aber es ist... Ich sag's mal so, ich habe Final Fantasy 16 vor kurzem durchgespielt und da habe ich dann erkannt, okay, das, was das Zelda-Team macht, ist nicht mehr irgendwie zu rechtfertigen. Ich meine, wenn Nintendo schon nicht in Grafik investiert, krass, dann sollte ja irgendwie die Story oder das Gameplay oder was weiß ich was richtig, richtig unnormal krank sein. Und das ist es halt nicht. Das einzig Coole ist wirklich, du kannst Sachen bauen. Aber wenn du halt gar keine Freunde, wenn ihr keine Freunde hast, auch nicht gut, aber wenn du gar keine Freude an so Sandbox-Dingern hast, wo du einfach nur baust, dann ist, finde ich, Teotica relativ schnell ausgelutscht, ist das Problem. Dieses Vieh, ne, kotzt mich gerade dezent an. Jetzt hat er Angst. Marcel, was geht? Ekelwetter, bei mir sind es 23 Grad. Hier ist grauer Himmel und grau.
Vorhin hat es geregnet. Es ist immer das gleiche Wetter. Immer grau und Regen. Wobei, Regen ist eigentlich schon fast ein Highlight. Es ist eher nur grau. Also fast das ganze Jahr durch grau. Die ganze Zeit grau. Es ist wichtig. Grau. Okay. Skotolas. Oh mein Gott. Heute werde ich nochmal das Majora's Mask Minigame machen, wo ich zweimal gewonnen habe und zweimal aufgrund der Zeit rausgeflogen bin. Weil der Laden ja geschlossen hatte. Während ich im Minispiel war. Ganz toll. Ich werde die Zeit dann auch verlangsamen, weil das tue ich mir nicht nochmal an. Naja, wie sieht der Himmel aus, als würde es gleich gewittern? Sahara Sand. Ja, das ist echt so ein bisschen rötlich momentan. Cool, wir kriegen das Waldmedaillon. Es war jetzt ein bisschen Spoiler. Wow! Das wird mein Anzeigebild. Also, nicht... Ich werde das als Thumbnail benutzen. Das ist ja fantastisch. Wow. Das sieht kernbehindert aus. Lasst mich mal ganz kurz das Bild ganz billig reingeben. Das wird das Beste, wenn ich es jetzt gerade überhaupt spannend... Doch, kann ich. Nice. Ändern. Ihr könnt euch in der Zeit noch mal ein bisschen Ruto angucken, wie hübsch sie aussieht. Sehr schönes Bild. Ich bin sehr glücklich, dass mir die Randomizer endlich mal schöne Bilder gibt. Ja, Yabu Yabu ist ein bisschen eklig. Hassliebe, ich weiß nicht. Ich habe nicht mehr ansatzweise Liebe oder Sympathie für den Fisch über. Ich mag Fische und so, aber der Yabu Yabu ist nervig. Gut, dass ich heute das Auto gewaschen habe. Steht in der Garage. Garagen sind mächtig. So. Wir machen jetzt meinen Lieblingstrick. Oh mein Gott, der Oktopus, der wird so leiden. Ich habe die Hasenmaske. Ich bin einfach 3000 km/h schneller als er. Oh, das ist schön. Er wird sterben. Das Ding wird leiden, wie er noch nie gelitten hat. Guck dir das an, wie ich abgehe. Der wird sich auch so denken. Das sind nicht die regulären Sachen, mit denen er sonst kämpft. Sonst hat der Dicke immer damit zu tun, dass er eigentlich schneller ist und das Spiel hier komplett unter Kontrolle hat, so wie jetzt zum Beispiel. Boah, das können wir auch machen. Ich stun den, dann machen wir den Stocktrick und zerstören das Vieh. Boah, das gibt jetzt die Massenzerstörung. Wenn es denn zeitlich reicht. Okay, er dreht wieder um. Ich finde es immer schön, dass die Platte mit ihm harmoniert. Da ist er. Was? Warum hat er sich umgedreht spontan? Drecksding. Okay, wir müssen ihn ganz normal machen. Ja, woher aber in Unreal Engine? Um Gottes Willen. Das arme Drecksding. So, ich komme näher, ich komme näher, ich komme näher, ich komme näher. Was sind das für magische Dinge, die der tut? Ich werde den jetzt nicht mal mit Dekonussen angreifen. Mal abgesehen davon ist der tot, aber das ist ja total gescheit, was der gemacht hat. So, perfekt. Ich hasse diesen Boss. Er ist nervig. Ja. Aber es gibt schlimmere Dinge. Jetzt kriege ich nicht mal die Fee. Ey, komm, ich bin auch 100 Millionen Mal da durchgelaufen, locker. Vor allem, warum geht Ruto eigentlich weiter? Die kann sich nicht verteidigen und rennt einfach weiter, anstatt kurz zu warten. Einfach straight durch. Wow. Wow. Ach so, boah, ich habe das ja hier drauf. Es ist immer sehr verwirrend, dass ich auf dem anderen Knopf hier mein Schild habe. Das bringt mich komplett raus. So, gleich ist die Barrikade da. Ich freue mich. Bester Boss aller Zeiten. Was ist denn da oben? Was ist das? Hä? Da war doch gerade irgendwas Blaues am... Oder habe ich mich da gerade ich habe da gerade irgendwie so einen riesigen blauen... Weiß ich nicht. Pinöppel oder irgendwas riesiges Blaues war da. Ich schreibe mir jetzt mal ganz kurz auf. Wo bin ich im Stream? Ich bin bei 28 Minuten. Das schreibe ich mir jetzt mal ganz kurz auf. Ich will das mal nachchecken im Stream. Später.
Ich habe hundertprozentig da irgendwas oben gesehen, ob die Barrenade durch den Boden durchgeglitscht ist oder so, ich habe keine Ahnung. So, mal gucken. Öffne dich. So, ich stelle mir mal ganz kurz eine Notiz. 28 Mins Livestream checken. Das war sehr kurios jetzt. Okay, ich bin falsch. Da muss ich hin. Ich erinnere mich an diesen wunderschönen Raum. Ich glaube, ich habe eine Randomizer gemacht, da hatte ich den Bumerang nicht. Da musste ich auf ganz verkrüppelte Art und Weise, glaube ich, den Schalter aktivieren. Irgendwie so eine Geschichte war da. Moritz, bei mir ist alles fit und bei dir? So. Da war doch was. Ich glaube, ich hatte hier damals, was hatte ich hier nur? Die Schleuder, glaube ich, oder so. Musste dann irgendwie daneben springen. Im Sprung musste ich ziehen und das Ding treffen oder so. Ich weiß das nicht mehr. Auf jeden Fall, das war auch so ein richtig Hardcore-Randomizer damals. Ich weiß nur, ich wurde sehr oft gequält. Okay, ich habe gerade irgendwie ein bisschen Angst. Hier sind 100 Milliarden Quallen, die ganz langsam auf mich zukommen. Wir haben die 13. Oh. Cool. Ich kann mir jetzt gleich mal beim Skutula-Haus noch was holen. Ah, sehr gut. Du bist auch sehr passend gekommen. Jetzt kommt nämlich der Barrenade-Kampf. Der Vieh einfach komplett eskaliert. Eine Anemone ist das. Ich weiß gar nicht, ob im Deutschen das auch steht, dass es eine Anemone ist. Cool. Bumerang super gut getroffen. Aber eigentlich ist der Boss ja relativ schön. Ich hätte halt jetzt nur gern Deko-Stab, dann wäre ich sehr glücklich. Barrenade, sei nicht so dick. Skull, was geht? Du gönnst dir Barrenadenkampf? Mutig. Oh ja, ja, er. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Er sniped. Barrenade. Das Ding dreht durch. Das ist einfach ein Beyblade. Ich weiß auch nicht mal, was seine Existenzberechtigung sein soll. So ein trauriges Leben. Du kannst nur mit so komischen Quallen existieren. Ich komme jetzt gar nicht mehr durch ihn durch. Er hat die ultimative Verteidigung gerade gestartet. Oh, visier ihn doch! Oh mein Gott! Also manchmal ist es ein bisschen auch ein Kampf. Ja, Bumerang könnte ich ein bisschen weiter fliegen, dann wäre ich sehr glücklich. Weg damit. Weg damit. Hallo Barrenade, geh nicht weg, du musst sterben. Die macht immer noch auf Beyblade. So, jetzt snipert sie erstmal wieder ein bisschen rum mit ihren komischen Wannabe-Attempt. Guck mal, wie glücklich die ist. Die kann doch nicht mal zielen, die ist verzweifelt. Komm, erhebe dich. Aber ich finde es trotzdem, für so einen dritten Boss finde ich das Ding schon absolut gestört. Ich meine, guck mal, der hält ja auch nicht mal wenig aus. Das tankt ja schon fantastisch. Komm. Komm. Absolut saugefährlich. Wenn er dich einmal erwischt, bist du einfach tot. Das ist weg. So, ich weiß ja, ich kriege das Waldmedaillon, aber ich hoffe auch irgendwie, dass ich jetzt mal noch ein Key-Item bekomme. Ansonsten mal Yabu Yabu, weiß ich nicht. Geht so. Und ist da ein Item? Hä? Wow. Ich kriege ein Herzteil. Ich kriege noch nicht mal einen ganzen Herzcontainer. Ich kriege ein Herzteil. Bin begeistert. Perfekt. Okay, dann haben wir das Ding auch schon mal. Wo ist denn das Grüne? Da. Okay, haben wir hier hinten bei der Barrenade. War da noch was in der Höhle oder so? Oder war das nur als Großsein? Okay.
Nee, brauche ich gar nicht. Ich habe das Feenlied noch nicht. Also ich habe, beziehungsweise ich habe Zeldas Wiegenlied nicht. Wir können jetzt zu Majora's Mask mal rübergehen. Denn ich glaube, bei Majora's Mask konnte ich da irgendwas reißen. So. So, was habe ich denn jetzt hier? West Clock Town, Bombenshop, das habe ich ja eigentlich schon geholt. Dicke Bombe können wir aber nicht holen, ne? Big, großes. Ah, warte mal, doch, wir können doch was holen im Bombenladen. Wir können auch die große Bombentasche kaufen. Ist also auch nochmal ein Item, was übrig bleibt, was ich noch nicht geholt habe. Mal gucken, vielleicht verkauft er die Göttermaske. Ist ja auch in Randomizern öfters so, dass die Göttermaske plötzlich in irgendwelchen Shops aufgetaucht ist. Ich mach's anders. Ja, die Eishöhle, ich meine, da gibt's ja noch eine andere Höhle, deswegen, die meinte ich. So. Ich habe hier noch die Feuerpfeile offen. Ich war letztens arm. Ich konnte mir die nicht holen. Rubin. Okay, das ist relativ egal, ob ich das Minispiel jetzt gewinne oder verliere. Ich kann jetzt ein bisschen rumtesten, wo ich mich hinstellen kann. Okay, fast. Ich mag dieses Krabbel-Minispiel. Ich glaube, es gibt wenige Minispiele, die in Zelda nicht irgendwie an Terror angelehnt sind, finde ich. Es gibt sehr, sehr wenige. Die meisten sind irgendwie total darauf aus, dass du wahnsinnig wirst. Krabbelmine ist ja auch so ein Ding. Manchmal klappt es voll gut, manchmal ist es einfach die Verzweiflung. Ich weiß auch nicht mehr hundertprozentig, man konnte ja hier relativ gut stehen. Es gab so einen Spot. Ich glaube, das ist exakt der. Ja. Und ich wette, ich kenne mich, ja. Ich verkacke jetzt das mit den Feuerpfeilen richtig hart. Ja, Feuerpfeile, endlich. Er hat die Krabbelmine schon gezogen. Oh mein Gott. Ich habe außerdem rumgespammt. Krabbelmine, Kate. So nett ausgedrückt. Oh mein Gott, und das ist ein Chicken. Okay, ich werde auf gut Glück spielen und gucken, dass ich das Chicken nicht treffe. Selbst wenn ich jetzt 80 Stunden warten muss. Aber das ist wahnsinnig. Guck mal, das ist total verrückt, das Chicken. Es bleibt genau da im Spot. Jetzt wäre der Punkt. Aber ich weiß, dass das Chicken... Oh mein Gott, das geht weg. Bitte? Okay. Wo ist der Sinn, dass die dann Chicken platzieren, wenn ich sowieso scheinbar nicht da geradeaus die Krabbelmine legen darf? Och, komm schon. Das wird eine sehr knappe Kiste. Was? Das wird eine sehr knappe Kiste. Ich habe jetzt noch... Okay. Das wird immer besser. Ich krieg einen Anfall. Warum ist das Ding denn jetzt gerade überhaupt explodiert? Ich meine, der Chicken war 100 Milliarden Kilometer. Jetzt geht die durch? Was ist denn? Das ist Scam. Die war präpariert. Soll ich es wagen? An dem fetten Vieh vorbei? Boah, nee, ich habe richtig Angst jetzt, wenn ich das mache. Ich versuch's anders. Ich habe einen Versuch. Bitte, wenn es eine göttliche Kreatur gibt, dann hasst sie mich scheinbar sehr. Boah, das kann doch nicht wahr sein, nur weil die eine gescammt hat. Das kann nicht wahr sein. Warum ist die Krabbelmine verbuggt gewesen? Die ist einfach explodiert. Jetzt kriege ich eine Krabbelmine. Weißt du, das schaffe ich jetzt wieder instant wetten. Ja gut, instant sieht anders aus. Wow. Aber wetten, das wird jetzt was, damit ich Krabbelminen gewinne. Ich meine, das ist nicht verkehrt. Ich brauche die Dinger aber. Guck, wie brav das Chicken zur Seite geht. Ich kriege die Krise. Jetzt ist noch das Mega-Ultra-Chicken da hinten.
Oh mein Gott, das ist zu dick. Okay, ich will mal gucken, ob das passt, wenn ich mich da hinstelle. Das ist der Punkt. Okay, jetzt weiß ich's. Also die letzte Runde ist jetzt mein, das wird der ultimative Sieg sein. Minispiele. Boah, Gott, jetzt gibt die mir noch nicht mal die Feuerfeuer. Ich werde am Ende des Tages ein Pro sein im Spiel, weil ich 100 Millionen mal das Krabbelminispiel spielen darf. Ich werde noch Albträume kriegen. Wow. Es wird ja immer schlimmer. Was? Das hätte ich jetzt niemals gedacht, dass das klappt. Aber gut. Ich habe immer Spaß. Ich glaube, das da ist wirklich der Platz, wo man sich hinstellen sollte und nicht stehen sollte. Oh ja, was geht? Alles wild? Ich glaube, das dürfte relativ schlecht gewesen sein. Fuck, fuck, fuck! Egal, es sind nur Rubine, die sind nichts wert, außer dem Wert, den die haben. Aber ansonsten sind die sinnlos. Die krieg ich, ich weine gleich. Das kann doch nicht wahr sein. Ich gewinne alles, außer die Feuerpfeile. So, die nächste Runde. Runde 5, Runde 6, ich habe keine Ahnung. Bomben? Ich meine, gut, ich bin über Bomben glücklich, ich habe keine, aber ich will doch nur die Feuerpfeile haben. Ich dachte, ich gehe jetzt kurz ganz geschillt hier durch, hol mir Feuerpfeile, jetzt das Ding da hinten. Ja, Cat mit den Krabbelminen-Matches ist richtig schwer. Ja, ich weiß, das ist... Majora's Mask hat sowieso so ein paar Minispiele, wo man sich denkt, warum existiert ihr? Die sind ein bisschen sehr abartig. So, mein Freund das Mega-Chicken. Geht zur Seite. Braves Chicken! Aber weißt du, das geht wieder. Nebula, was geht? Mal gucken, ob ich jetzt die Feuerpfeile bekomme. Feuerpfeile. Willst du mich verarschen? Die kann mir doch jetzt nicht die ganze Zeit Dreck geben. Ich will doch nur meine Feuerpfeile haben. So, ab dem Punkt ist es irrelevant, ob ich gewinne oder verliere. Es ist alles egal. Ich brauche Feuerpfeile. Insana, oh mein Gott, du musst... Heute, stimmt, heute ist ja Samstag. Da sind sie. Oh mein Gott. Jetzt bedeutet es höchste Konzentration. Es muss nun alles perfekt laufen. Auf die Millimeter genau. Oder auf den Pixel genau. Okay. Das sind relativ chillige Runden so. Aber das Chicken steht sehr gefährlich. Okay, es geht weg. Und ich treffe auch ausgerechnet das Chicken. Das kann nicht wahr sein. Jetzt, wo die Feuerpfeile da sind. Chicken, zisch dich. Jetzt geht das da wieder hin. Oh mein Gott, ich bin aber ein Idiot. Ich habe Angst, das ist das Problem. Okay, letzte Runde. Jetzt muss es klappen. Nein. Da ist das Dicke. Okay. Ich könnte es riskieren, nochmal in die Mitte zu ballern. Ich könnte es riskieren, aber das... Chicken in der Mitte, das ist schon ziemlich aggressiv drauf, sehe ich gerade. Knapp! Nein! Boah, dieses Kackfettvieh! Warum musste der genau in dem Moment nach da switchen? Ich muss schießen, wenn die im Weg sind, weil dann gehen die weg. Oh mein Gott! Okay, go, 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 Krabbelmine, du schaffst es, ich glaube an dich. Mein letzter Versuch. Ich muss die Mitte machen. Ich hab den Winkel nicht mehr drauf. Stirb! Komm. Ich glaub's nicht. Jetzt kommt die gleich wieder mit Bomben. Krabbelminen.
Mein Gott! Steck dir die Krabbelminen sonst wohin. Ich will meine Feuerpfeile haben. Ich bin gleich pleite übrigens. Oh mein Gott. Das ist kein Rage Quit hier, das ist einfach nur. Ich genieße das Spiel. Komm, egal. Egal. Ich will nichts haben. Ich brauche Feuerpfeile. Das kann nicht sein. Weißt du, anstatt ihr mir die einfach schenkt. Bomben. Die sollen mir einfach die Feuerpfeile schenken, ansonsten geht die ganze Welt unter. Und das nur wegen ihrem kranken Spiel. Das musst du dir mal gönnen. Egal. Ich werde jetzt diese verschenkten Runden dafür ausnutzen, um einfach mal zu testen, wo ich die Krabbelminen hinlegen kann. Da ist es nicht. Ich glaube, man muss hier auf dem dritten stehen oder so. Also auf den komischen schwarzen Balken. Dann triffst du das. Oder auch nicht. Muss ich drei entfernt stehen? Auch nicht. Ich meine, es gab mal so einen Trick. Ich glaube, oder hier so vor dem zweiten. Ich habe keine Ahnung. Perfekt. Geld ist wichtiger. Das merke ich schon. Das ist wirklich relevant. Ja gut, da muss ich stehen. Okay. So dazwischen, so angedockt. Und ich glaube, wenn jetzt ist auch der Winkel, um die Mitte da hinten zu treffen. Ich bin mir nicht sicher. Okay, absolut nicht. So vielleicht. Aber an sich ist es wirklich viel besser, wenn du über die Wand gehst. Okay, ich glaube, das passt so auch nicht. Aber jetzt weiß ich es auch. Okay, also da ist es. Da muss ich anders stehen. Okay, okay. Will die nicht mehr spielen? Ich habe kein Geld mehr! Du blödes Mistvieh! Oh mein Gott, das ist schrecklich. Mit den Feuerfallen könnte ich bestimmt irgendwas reißen, das ist das Problem. Oh mein Gott. Heißt, in Majora's Mask einmal wieder den Vogel abschlachten gehen. Ich brauche den Rest der Karte. Achso, da oben. Okay. Oh, wie unnötig. Kamaros Mask. Was soll ich damit? Ich glaube, ich kann gleich die Dingens antanzen. Mit ihrer hässlichen Maske da. Auf wen ich sparen soll, Acheron oder Jingliu? Ja, weiß, also ich habe ja beide. Momentan, ich finde eigentlich Acheron besser, einfach aus dem Grund, weil du kannst Kämpfe skippen. Du kannst ja einfach normale Gegner one-hitten. Außerhalb der Map. Du kannst viel schneller und effizienter farmen. Jingliu hat einfach den Vorteil, die braucht nicht wirklich ein Team um sich herum, ein spezielles. Die ist einfach eine Standalone-Version und zerstört so einfach alles, was existiert. Aber, ja, Acheron, da brauchst du halt Pfade der Nichtigkeit-Charaktere, wenigstens zwei Stück, wenn du die nicht gerade Eidolon 2 hast. Deswegen, schwierig. Acheron braucht halt spezifische Teams, ist aber dafür für die Overworld-Farming sehr, sehr schön und schnell, sehr, sehr chillig. Kann ich nur empfehlen, macht mega Spaß mit ihr. OPG, du existierst noch, sei gegrüßt, was geht? Versuch gerade Geld zu sammeln. Wunderschöne Rubine. Komm her. Damit ich gleich wieder in dem Krabbelminenspiel untergehen kann. Oh, jetzt wollte ich gerade ohne mein Geschenk weg. Nicht Genshin, sondern Hamkaister. Ich spiele beides. Ich spiele beides. Nur der Vorteil an Honkai Star Rail ist, ich kriege einen Beta-Account und entsprechend mache ich dann auch da mehr Videos. Mein Beta-Account ist halt schon mega fett. Da kannst du halt schon sehr, sehr schöne Sachen mitmachen und schon mal ein bisschen so vorausplanen, ist schon sehr cool eigentlich. Jingliu kommt auch später nochmal zurück, ja. Aber das wird dann halt dauern. Warte, die Heslons, ich muss die antanzen. Ich muss sie antanzen. Klassik. Oh, nice. Ja, die ist krass. Hier, ich bin euer Gott. Warte, ich muss meinen Todestanz machen.
finde es eh verstörend, dass da so eine Maske von dem Typen existiert. Ich würde gerne mal den Kult von den beiden verstehen, warum die so süchtig nach dem Zombie sind. Und der beobachtet die einfach. Okay, das ist irgendwie ein bisschen verstörend, aber... Du bist unser... Ja, das ist... Das ist so ein behindertes Bild. Mir ist ja nie aufgefallen, wie merkwürdig das Ganze eigentlich ist. Ich habe ein Herz bekommen, oh mein Gott. Postmann, Rosas Schwester, nein. Wo ist denn hier Kimaro-Quest-Gedöne? Okay, keine Ahnung. Gut, das hat mir jetzt so ziemlich gar nichts gebracht. Die Maske brauche ich nie wieder im Leben. Heißt, die nächste Aktion wird sein, gucken, was der Banktyp mir gibt, weil ich 500 Dinge eingezahlt habe. Kleber abgeschmolzen bekommen. Er funktioniert, aber ich musste die beiden Bildschirmhälften zusammenbinden und seitdem spiele ich kein... Oh mein Gott, was... Wie hast du das denn geschafft? Oh mein Gott. Was, ich habe schon 700... Oh mein Gott. Nee, der kriegt kein Geld. Ich muss nämlich gleich die Jobs hier abgucken. Waldtempel kann ich nicht machen. Mir fehlt ein Lied, um den fertig zu machen. Das ist das Problem. Ah, okay, der Bombenshop hat einen Pfeil. Dann kann ich das auch schon mal abhaken, dass ich hier nicht mehr nachgucken werde. Camaros Mask, da haben wir sie doch. Bombenshop haben wir damit durch. Hat mir nämlich nichts gebracht. Observatorium. Bombers Hideout. Bombers 100 Rubine. Was weiß ich. Keine Ahnung, ob mir die Bombers was gegeben haben. Eastern Pillars. Okay, ich drück dir die Daumen. Bei 50 Stück. Ich muss jetzt mal überlegen. Wir haben die Nacht. Die erste Nacht. Kann ich irgendwas Krasses machen? Ich gehe einfach mal alles durch. Der verkauft, glaube ich, noch nichts. Nee, okay. So, wir haben... Emikana Canyon ist scheinbar eine Schachtel, die ich mir holen kann. Ich hätte jetzt aber wirklich gerne eigentlich die Feuerpfeile. Das Majora's Mask Minigame müssen wir auch noch machen. Ich hoffe, ich kriege doch irgendwas, weil nach den ganzen Schmerzen, die ich da erlitten habe, will ich, dass da irgendwas Schönes bei rumkommt. Das kann ja nicht sein. Okay, go. Kann ich mir die Maske nicht eigentlich auch... Kann ich nicht. Okay, strange. Seht, alles wild. Es ist gerade wieder sehr... Ich weiß nicht, soll ich kurz... Ich gehe mal ganz kurz in die Kana Canyon. Da scheint noch eine Schachtel rumzugammeln. Senga auch da, sehr gut. Ist jetzt in Zelda auch Inflation, oder warum brauchst du Rubine? Ich brauche die für die ganzen Minispiele, weil hinter jedem Minispiel könnte ein Hardcore-Item liegen. Also ich meine, überall könnte die Göttermaske sein, überall könnte was anderes sein. Ich sehe gerade auf der Säule ist ein Rubin, den brauche ich dann auch abhaken. Braucht kein Mensch, wo ist die Säule? Da, Eastern Pillars. Pillar Grotto ist das? Okay. So, was soll jetzt hier im Ikana Canyon sein? Warte, da ist die Schachtel, ich sehe sie. Da oben. Oh mein Gott, okay. Ja, ich habe heute meinen Pity verloren in Starway. Ich habe heute nicht Archeron gezogen, ich habe Jepard gezogen. Aber ich bin sehr glücklich, weil wenn du den einmal hochgemacht hast, bist du relativ unbesiegbar unterwegs. Ist ja für so zwei Teams ganz gut. Ich hoffe, ich komme da dran. Boah, ich habe so Hunger, ne? Das ist eklig. Ja, nice. Boah, bitte Göttermaske, komm. Gib mir die Göttermaske. Enttäusch mich nicht. Cool. Müll.
Okay. Ich habe da im Sumpf scheinbar noch Action, die ich machen kann. Tramp Archery. Ah, Minigame. Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Das habe ich. Worlds of Mystery, was auch immer das ist. Old Hex Potion Shop. Ich habe ja keine Bottle. Wenn ich wenigstens eine Flasche hätte. Ganz ehrlich, das... momentan hängt es ein bisschen hier in Termina, dass ich eine Flasche nicht holen kann. Great Fairy Magic Meter, bla, Great Fairy Mars, kann ich noch nicht. Moni! Lantern Deed, haben wir die eigentlich jemals gut? Weißt du, was ich mich frage? Wir können ja immer wieder den Mond angucken, ne? Ich habe letztens beim Mond angucken, habe ich die Dingens bekommen. Habe ich das kaputte Bikoron-Schwert als Quest-Item bekommen. Ich frage mich, was ich denn jetzt bekomme, wenn ich jetzt immer zum Mond hingehe. Wird der jetzt einfach immer das Quest-Item runterschmeißen? Du willst auch eine? Das ist inakzeptabel. Ich will hier durch. Boah, was weiß ich? Ich rate jetzt einfach einen Code. 5, 4, 3, 1, 2. Okay. Weil Genshin verdammt langweilig geworden ist, nachdem ich Naida ausersehen und Raiden bekommen habe. Einen Grund, wieso ich nicht weiter damit gemacht habe. Das sind doch beides Ultra-Charaktere. Was hast du gegen die? Die sind doch cool. Ach, weißt du was? Wir machen nicht die. Wir machen jetzt die Trainingsschule, die ebenfalls ein sehr verzweifelndes Minigame ist. Ich mag die eigentlich sehr, die Charaktere. Die sind cool. Ich habe die ja auch selber. Die sind übermenschlich. Aber du hast halt wenig zu tun. Wenn du in Genshin nicht gerade einen Charakter hochballerst, weißt du nicht, was du tun sollst. Okay, gucken wir mal, ob das geht. 50% Arkoron, 50% Standardbanner. Ja, du kriegst... Ja, das, ich find's auch ein bisschen dumm, dass das nicht so, sag ich mal, 100% so... jetzt habe ich das Falsche gemacht. Oh mein Gott. Nee, das mache ich jetzt nicht. So, mal gucken, ob der die Göttermaske hat. Ich wäre sehr glücklich. Oh, Ero, was geht? Hast du deinen Namen abgekürzt? So, wir müssen einen Expertenkurs machen, den ich jetzt vollkommen verkacken werde. So. Im Prinzip musst du ja hier wirklich nur Ruhe beweisen. Du musst ganz gemütlich hier hingehen. Du darfst nicht in Panik ausarten. Anvisieren. Ah. Anvisieren. Ah. Das hat nichts mit Speed zu tun. Das hat einfach mit Geduld zu tun. Das will er dir lehren. Siehst du? Ich bin gerade die innere... Fick dich! Du Drecks... Hurensohn. Insuffizient. Ich gebe dir gleich eine Insuffizienz. Oh mein Gott. Wenn du zusammenspielst, ich hatte Naida auf Level 1 und Rain auf 50. Ja, die sind ein bisschen hardcore overpowered. Okay. Ich bin die Ruhe. Sei der Kran. Visier ist doch an! Ey, du bist so ein Hurenvieh, ne? Das ist unglaublich. Ich hasse jede einzelne verkacktes Minigame in Majora's Mask. Jedes einzelne ist einfach nur Krebs. Wenn er solche Aktionen macht, wo er spontan einfach mal an dem Block vorbeispringt, weil er denkt, das ist lustig oder so. Oh mein Gott. Ich bin gleich wieder pleite. Das ist schön. Ja, auch 2 Jahre schon. Um Gottes Willen. Überleg mal. Moni! Okay, auf ein neues. Vor allem, es ist einfach auf Zeit. Und manchmal spackt er so rum. Ich glaube, mein neuer Trick ist jetzt folgender. Ich muss, glaube ich, 200 Sekunden ungefähr warten.
Anvisieren, kurz warten, Spam. Okay, ich glaube, so geht's. Okay. Oh, jetzt, ich bin ein Pro. Guck dir das an. Einfach beim ersten Versuch, nach den mehreren Versuchen geschafft. Dem Seegrab, Nachtjob, Labor am See. Beim See kann ich leider noch nichts machen, das bringt mir alles nichts. Gut. Am liebsten würde ich jetzt Dinge tun, die ich nicht im Stream machen darf. Das ist ja fürchterlich. Jetzt hat er mir nur Rubine gegeben. Oh mein Gott. Aber das war ja noch nicht das letzte Minispiel. Ich habe ja noch ein Minispiel, das mich zur Weißglut bringen wird. Also von daher kann ich mich direkt mal dahin begeben. Voller Frohsinn. Ah. Ich habe es schon ein bisschen vermisst, muss ich sagen. Jetzt gleich wieder mein schönes Bogenschießen-Spiel zu spielen, wo ich dann komplett eskalieren darf. Herrlich. Herrlich. Du hast diese Rage-Momente vermisst. Ich weiß ja nicht, ob man sowas vermissen sollte. Das ist anstrengend, glaub mir. Wir werden jetzt erstmal gleich die Zeit umstellen. Also jetzt wird zwar die Zeit umgestellt, auch bei uns real, aber ich mache den coolere Aktion, und zwar ich möchte die Zeit verlangsamen, damit ich nicht gleich aus dem verdammten Minispiel rausgekickt werde. So. Ich habe übrigens die ganzen Quests nicht mehr im Kopf. Ich muss gleich nochmal nachgucken, wie die Carfy-Quest überhaupt beginnt, was ich tun musste oder so. Ich habe nämlich absolut keinen Plan mehr. Okay, da sind wir auch schon bei dem komischen Typen. Das wird jetzt auch wieder eine wunderbare Aktion. Tag 1. Okay, das haben wir schon mal verkackt. Ich kann die Carfy-Quest noch nicht anfangen, weil ich jetzt schon den ersten Tag verballert habe. So, erstmal diesen Junkie. So, jetzt das gleiche Spiel von gestern. Zum Glück habe ich Funkuhr. Ja, ich habe auch eine Funkuhr, aber es wird trotzdem die Zeit umgestellt. Und das ist halt ultra unnötig und nervig. Es geht ja jetzt... Das Problem ist ja nicht, dass man die selber umstellen muss. Einfach nur die Sache, dass man die umstellen muss. Oh, warte. Hund. Wolf, meine ich. Oh mein Gott, war das gut gesnipert. Hey, mein Sharingan hat sich aktiviert. Wobei, ich darf keine große Fresse haben, weil jedes Mal, wenn ich große Fresse habe, verkacke ich ein Minispiel. Okay. Und? Wolf? Alles das Gleiche? Oh! Mir ist aber aufgefallen, wenn man nicht unbedingt Maschinengewehr macht, ist man irgendwie einen Ticken besser unterwegs. Oh mein Gott, okay, ich muss Maschinengewehr machen. Nein! Oh mein Gott, ich hasse dieses Kackding. Ja, Zeitumstellung heute Nacht von 2 auf 3 Uhr. Du musst mal überlegen, Leute, die irgendwie so 100% Speedruns machen, die müssen ja auch die müssen sich ja auch die ganze Zeit mit diesen Minispielen rumschlagen. Wisst ihr, was ich mich frage? Kann ich das eigentlich einstellen, dass ich mit der Maus spielen kann? Ich guck da jetzt mal ganz kurz nach. Das wäre so ultra. Warte. Maus. Sensibilität. Wenn ich die benutzen könnte, das wäre ultra, aber irgendwie. Denke ich nicht. Nein. Für so eine Stelle, wenn die Maus wirklich ultra. Ich muss aber ganz kurz mal die Todeszone hier einstellen, wieder auf 0%. So. Oh mein Gott, dieses Spiel. Diese Minispiele. Na toll, ja, das ist es, ne? Oh mein Gott, das ist auf 0, die Todeszone. Sehr viel angenehmer zu spielen. Siehst du das?
Das ist jetzt flüssiger. Das ist jetzt nicht mehr so am Rumhaken. Oh fuck. So, Ähmchen hier oben. So ein Kackvieh, ne? Okay, komm. Ich glaube, ich schaff's diesmal. Das ist ja fantastisch. Oh mein Gott, ich darf nicht so besoffen sein. Nein. Ich glaube, der Wolf spawnt immer, wenn hier unten die Dekos umgebracht sind. Also ein extra Wolf, glaube ich, spawnt. Ich mag die. Was habt ihr denn für Minispiele, die ihr am meisten hasst von Zelda? Ich finde, es gibt kaum was Schlimmeres als das Ding. Die haben hier Prio, die haben Prio. Komm. 2020, wie letzte Mal. Erzähl mir nicht, dass da doch ein Wolf kommt. Ich glaub's nicht. Oh, ich hasse dieses Minispiel. Das Minispiel ist der Grund, warum ich Majora's Mask ungern als Randomizer antue. Okay. Wenn man wenigstens ein bisschen besser zielen könnte. Aber ich muss auch sagen, ich finde es sowieso sehr schrecklich, mit dem Controller zu zielen. Oh. Guck mal, es läuft. Einigermaßen. Das Problem ist, ab einer gewissen Zeit kommen einfach gefühlt keine Gegner und dann läuft, hast du einfach so einen Leerlauf. Okay. Jetzt müsste ein Wolf kommen. Kein Wolf. Kein Wolf. Okay. Oh mein Gott. Das ist aber auch das Gemeine an dem Spiel, ne? Entweder es ist nichts in Sichtweite oder alles gleichzeitig. Das wird, glaube ich, wieder nichts. Nein, ey, das ist so eine Krebsgeschwürkacke, ne? 2100 Punkte muss er haben oder so. Oh mein Gott. Komm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt was wird. Ich glaub's nicht! Oh mein Gott, dieser Kack verfickt. Oh mein Gott, ich muss mich zügeln. Das Murmelspiel in TP, das finde ich nicht ansatzweise so schlimm wie das Ding hier. Das hat keinen Sinn, das Wörter zu machen. Ich habe den Wolf nicht bekommen. Das ist verdammt. Wirklich, das ist... Ich glaube, ich mache irgendwann mal ein Video über meine Hass-Minispiele in Zelda. Das Ding landet auf Platz 1. Oh mein Gott. Ich weine gleich, ja. Ich werde gleich im Stream weinen. Ich saß da auch sehr lang dran. Weißt du, das Traurige ist einfach, ich habe es gestern, glaube ich, zweimal geschafft, dann ist einfach die Zeit abgelaufen. Warum dauert das Spiel denn jetzt 100 Jahre? Warum dauert das denn jetzt 100 Jahre? Das fühlt sich gerade an, als würde ich 5 Minuten schon das Minispiel anhaben. Doom 3 2016 und Eternal für die Switch geholt. Bin mal gespannt.
Die sind eigentlich machbar, muss ich sagen. Die sind machbar. Gleich gibt's einen Bann von YouTube. Dann bin ich befreit. Dann muss ich mir nie wieder Zelda-Minispiele antun. Ich kann nur gewinnen. Okay. Jetzt den Kollegen hier oben. Okay, das war sehr knapp. Ich hatte auch gerade Angst, mich zu bewegen. Okay. Ich glaube, ich muss so eine gesunde Mischung machen aus, Fuck! Guck mal, jetzt kommt zum Beispiel einfach gar nichts. Außer so eine hässliche, Heslon-eckige Krähe. Okay, fast alle in einem Wusch. Oh mein Gott, er ist einfach instant genau dann in dem Moment runtergegangen. Ich glaub's nicht. Okay, nächster. Ich bin mir ehrlich gesagt jetzt nicht sicher, wie das punktetechnisch hier gerade aussieht. Aber die können doch nicht so ein abartig perverses Spiel. Vor allem jetzt kommt schon wieder nichts mehr. So, ich glaube, die Dicken sind das, die Wölfe triggern. Oh mein Gott, ich glaube, jetzt habe ich es. Oh mein Gott, endlich First Try. Direkt unglaublich. Am Ende gibt's. Dat, jetzt kommt es ja noch. Jetzt, ich weiß ja nicht mal, was die Belohnung ist. Es könnte jetzt alles sein. Es könnte ein Rubin sein, es könnten 5 Rubine sein, es könnte die Göttermaske sein, es könnte der Sinn meines Lebens sein. Ich habe eigentlich schon Angst, A zu klicken. Und damit ist das Minigame geschafft. Ich weine innerlich. In mir ist gerade etwas gestorben. Oh mein Gott. Ich habe gerade Hoffnung, dass wenn ich einfach 1000 Rubine, das werde ich jetzt einfach straight machen. Ich werde jetzt ganz kurz den Vogel farmen. Ich werde den Vogel farmen, 1000 Rubine in die Bank reinschmeißen und gucken, ob der Typ mir bei 1000 Rubinen irgendwas Cooles gibt. Das ist so jetzt die nächste Hoffnung, die ich habe irgendwo. Kokiri Forest. Ach, ich muss hier ganz kurz den ganzen Dekobaum abhaken. Der ist schon fertig. Yabu Yabu haben wir auch bauen. Dodongo habe ich auch nicht abgehakt. Der rollende Goron. Den kann ich auch noch wegklatschen. Nice. Es fügt sich langsam alles. Habe ich die Mondperle. Die Mondsack. Ach, die Mondsack. Die Mondeule. Mondring. Mein Gott, ey. Ich bin schon geistig kaputt. Eine angemessene Belohnung, ja, ich weiß. Der Weg ist das Ziel, sagt man. Hätte ich die Mondperle nicht eigentlich... Ach, die Mondtränen. Warum bin ich immer bei Link to the Past mit Mondperle? Ich hätte die Mondtränen nutzen sollen und eigentlich dem anderen Händler, glaube ich, geben sollen. Wo will ich denn jetzt überhaupt hin? Bank. Bankmensch. Hallo Bankmensch. Ich will Geld abgeben. Hier. Ich habe ja jetzt schon weit auf dem, in dem Spiel mehr Geld, als ich selber real habe. Das ist ja traurig. So, du kriegst alles. Alles. So, noch 400 und ich bin dann endlich bereit, mein großes Geschenk anzunehmen.
Was auch immer es sein sollte. Ich hoffe, es ist die Göttermaske. Nein, da will ich nicht hin. Milchbar. Was schätzt ihr denn, wo die, wo die Göttermaske sein wird? Was denkt ihr? Ich weiß ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Die könnte halt überall sein, ne? Das ist das. Wo ist der? Da. Warte mal, kann ich den einfach auch zu Tode snipern? Ganz ehrlich. Einfach jetzt hier umbringen. Ich krieg sowieso in dem Randomizer gefühlt 100 Milliarden Pfeile. Ich glaube mit Feuerpfeilen. Ach, guck mal, Feuerpfeile brauche ich gar nicht wie so ein Geisteskranker suchen. Ich habe eh keine Magie. Guck dir das an. Ach, guck mal, der droppt sogar. Nein, ich habe selber Pfeile gedroppt. Komm, putz. Boah, der hält aber auch aus, ne? Das ist aber auch sein Kackvieh. Aber es ist überraschend, du kriegst mehr Pfeile raus, als du raushaust. Cool. Okay. Den machen wir noch einmal danach und dann müsste ich genug Geld auf der Bank haben. Um ein wunderschönen irgendwas zu bekommen. Ja gut, ich stelle es mir vor, es ist auf Ocarina auch ein bisschen schwieriger. Aber ich kann generell kein Musikinstrument spielen, von daher. Bombshell Bowling, Heartpiece, Treasure Chest Game. Das könnte ich nur auf Glück machen und die ganze Zeit verkacken, also werde ich das nicht tun. Auge der Wahrheit, das wäre auch sehr schön. Komm. Weißt du, richtig cool wäre eigentlich, wenn er die große Rubintasche hätte oder so. Ja, ich möchte mit 900 hinpacken. 900. So. Okay, ein Mano. Oh, nice, ich habe den heute auch bekommen. Ganz ehrlich, mach den hoch, das lohnt sich. Das Ding macht dir Easy-Mode in dem Spiel an. Wenn er richtig aufgebaut ist, bist du quasi unbesiegbar. Das Ding ist so ultra. Meiner ist momentan noch nicht fertig gebaut, aber ich habe trotzdem schon einen sehr, sehr akzeptablen Schild durch den. Konzentrier dich darauf, die Ultimate hoch zu leveln zuerst. Ignoriere erstmal den Standardangriff von denen und den Skill. Mach Ultimate und Talent von dem hoch. Es ist so traurig, dass ich sowas überhaupt im Kopf habe. Alles andere vergesse ich. Aber wie man Gepard hochmacht, das bleibt im Kopf. Ich bin geübt! Ich habe Aimbot seit dem Minispiel von gerade. Siehst du? Komm, hier sind Rubine. Put. Flieh nicht, du hast eh keine Chance. Ja, ich habe das auch. Also ich bin in Starwell momentan pleite. Ich muss Geld mehr oder weniger farmen. Ich kann nichts hochmachen. Ich weiß, ich habe in Genshin zum Beispiel das nie, nicht ansatzweise das Problem, dass mir Geld ausgeht, ne? Aber in Starwell bin ich gefühlt permanent pleite. Also es ist richtig abartig. Kaspar, was geht? Du wirst jetzt Zeuge sein. Du hast übrigens sehr verzweifelnde Minispiele verpasst. Du wirst jetzt Zeuge sein von irgendwas, was mir der Bankmensch geben wird. Was hältst du von Fontaine? Ich mag das. Das sieht ganz cool aus. Ich mag die gesamte Welt. Die ist schön. Auch das mit dem Tauchen ist ein sehr schönes Prinzip. Das ist ein Spiel, wo Tauchen nicht anstrengend ist. Fuck. Du kannst, weil, also weiß nicht, ich finde das wirklich sehr schön. Die meisten Spiele, da ist Tauchen einfach eine pure Verzweiflung, aber in Fontaine macht Spaß. Du hast auch nichts verpasst, ich bin nur ausgerastet zweimal, glaube ich. Boah, leck mich doch kreuzweise, es kann nicht sein.
gut, die Bank. Ah, es gibt ein 1000er-Bankding. Ah, ne, warte mal, ich hab ein 1000er-Bankding, ne? Cool, da habe ich Müll bekommen. Gut, ich werde jetzt, wobei, ich nehme mein Geld mit. Ich muss jetzt Richtung, Ocarina of Time wieder gehen. Und ich mache jetzt den Goron. Den rollenden Goron. Und ich glaube, ich kann ein bisschen auf den Todesback-Action machen. Nicht viel, aber ich kann da schon mal hinlatschen. 40 Special. Okay, auf geht's. Hab nach meiner OT-Randomizer eine MM3D-Randomizer angefangen. Und kam's gut voran oder geht's so? Oh, warte mal. Oh mein Gott. Das ist aber auch eine... mein Bildschirm. So. Bei meinem zweiten Bildschirm war ganz etwas verdeckt, was jetzt schlecht ist. Adult Map. Was haben wir denn da? Adult Goron City habe ich auch noch. Also, ich habe zwei Sachen, die ich mehr oder weniger bei den Goron starten kann. Das werde ich jetzt auch mal machen. Ja, Navi, du kannst schön schreien. Haben wir nicht eigentlich sogar... Fällt mir gerade mal auf, müssten wir nicht rein theoretisch noch im Tempel der Zeit noch ein Item bekommen? Da gab es doch eigentlich noch Sheik Song, oder nicht? Wenn ich das so richtig im Kopf habe. Gräber scheint Hühner zu einer Frau bringen. Das habe ich, ja gut, habe ich schon zum Teil gemacht. Aber du hast recht, ich habe noch, glaube ich, in Kakariko das ein oder andere Grab offen. Also noch nicht offen, aber es soll geöffnet werden. Ich habe da nämlich noch das Grab, wo man eigentlich das, den Hyrule-Schild bekommt. Mal gucken. Mal gucken. Mal schauen. Oh, sei gegrüßt, was geht? Und wir haben ernsthaft... Oh mein Gott, die haben das. Oh, wie nice. Warum habe ich es denn jetzt erst bekommen? Ich bin noch... Jetzt, ich habe doch schon mal geswitcht, oder nicht? Oh mein Gott. Okay, damit haben sich jetzt gerade mal wieder ein paar Wege geöffnet. Gut, weißt du, sowas Simples, dass du machst irgendwelche Minispiele, die dich zur Verzweiflung bringen. Und dann musst du eigentlich nur laufen und kriegst das Hardcore-Item überhaupt. Aber die Minispiele mit der größten Verzweiflung, da kannst du dich kaputt machen mit. Das Schöne ist, ich kann jetzt die Feenquellen abgehen, wenigstens zwei Stück. Das ist schon mal sehr nice. Sehr, sehr, sehr gut. Ich hoffe, ich kriege jetzt auch irgendwas Brauchbares bei denen. Ne, Moni? Moni! Dicke Katze. Das Hähnchen haben wir auch noch nicht. Heißt, wir können noch nicht mal zu Zelda reingehen. Ich bin gespannt, wann wir das Hähnchen bekommen. Wird bestimmt auch noch ein paar Jahre dauern. Aber ich bin optimistisch, was die Göttermaske angeht. Dass wir die irgendwie noch kriegen, bevor wir irgendwie die Bosse wegklatschen können. Oh mein Gott, wie gewastet. Und bei Yabu Yabu können wir, glaube ich, jetzt auch noch die eine Feenquelle... Wobei, nein, da war gar keine. Doch, da war auch eine. Das war für den Zauber oder so ein Scheiß. Oh, verdammt. Gut, das war damit auch mal wieder Müll, der sich hier bewiesen hat. Oder weiß er, was geht. Ich bräuchte mal ein paar Palida, um durch die Gegend zu fliegen. Ich muss die ganze Zeit von A nach B rennen. Das ist sehr anstrengend. Schmeiß mich bitte raus. Dankeschön.
Oh mein Gott, wenn du überlegst, wir haben von Majora's Mask noch so ziemlich die gesamte Karte offen. Nur wir können einfach gefühlt nirgends hingehen. Ocarina of Time, da hast du durchgespielt. Das ist ultra, das Game. Das ist ultra. Das macht einfach so unnormal Bock. Vor allem der Endkampf, ich weiß nicht. Das erste Mal, also eher gut, nicht das erste Mal, aber doch die erste Mal, das erste Mal, wo du die Transformation von Ganondorf in Ganon hast. Goron. Okay, der nächste Halt ist jetzt also erstmal Kakariko. Ich gehe kurz in das Grab rein, dann zum Goron hoch, Baby Goron anhalten, hoffen, dass der mir irgendwas Cooles gibt. Auf den Berg rumrennen. Da ist nämlich eine Feenquelle. Da sind ein paar Löcher, in die ich reinjumpen kann. Da könnten vielleicht ein paar Items sein. Dann würde ich mich groß machen. Dann können wir nämlich in Kakariko noch das nächste Minigame machen. Ich versuche gleich nochmal bei der Windmühle hochzukommen, sodass ich die Flasche für Majora's Mask bekomme. Skulltula-Haus, du sagst was, genau. Mein Gott, Dampel, dein Gesicht. Hässlernvieh, Kind, Drecksvieh. Okay, wir müssen warten, bis es Nacht ist. Heißt, wir machen das auf dem Rückweg. Erstmal Skulltulas. Und dann wird alles gut. Ich hoffe, die Skulltulas geben mir irgendwas. Vielleicht geben die mir die Göttermaske, auf die ich die ganze Zeit so aus bin. Song of Storm-Typ. So, da ist das Gute. Ja, tanzt du mal hier drin. Gib mir was Cooles. Ich hasse dich so sehr. Okay. Muss ich einmal kurz Skulltula abhaken. Skulltula. Da, 10 Skulltulas. Weg. Das war ziemlich crap. Hatte mit den Zelda-Games nichts am Hut. Als ich BOTW gespielt habe, habe ich mich dann in die ganzen Zelda-Franchise gespielt. Jetzt, mein Gott. Ja, das ist halt, ne? Viele haben den Einstieg erst mit BOTW gemacht. Und schätzen dann gar nicht. Schätzen die anderen gar nicht so. Dabei sind die anderen Zelda erst so richtig hardcore. Ich finde, BOTW ist zwar nett und so, aber du merkst erst mit Fuck. Du merkst halt erst mit den anderen Zelda-Spielen, wie krank die Franchise eigentlich ist. Torte? Warum machst du eine Torte wegen Ostern oder was? Was bei der Kuh drin? Da war die Zora-Maske drin. Das weiß ich noch, weil das ein Moment war, wo ich sehr glücklich war. Habe ich einen Stock? Nee. Wir müssen definitiv erstmal einen Deko-Stick finden. Das wäre natürlich ultra. Es wird Nacht. Das bedeutet, Boris ist gleich unterwegs. Boris hat ja auch noch das Grabspiel. Stimmt. Habe ich gar nicht mehr im Kopf gehabt, dass Boris ja auch noch Action will. Okay. Hier haben wir noch was, was wir nicht machen können, weil wir Song of Storms brauchen. Ansonsten haben wir da auch nur eine kleine, dicke Höhle. Okay. Jetzt erstmal den Rollenden einfangen. Perfekt. Aber ich glaube, das ist hier immer die Stelle ungefähr beim Schild, wo man den anhalten muss. Dann ist er erst glücklich. Ah, morgen hast du Geburtstag. Ach, deine Mutter Geburtstag. Nice. Das große Grab kann ich nicht. Doch, kann ich öffnen. Du hast recht. Aber ich kann mir kein Geschenk holen, weil mir das... Wobei, doch, kann ich. Nee, kann ich nicht. Doch, kann ich. Du hast recht. So, gib mir irgendwas Cooles. Ich hasse dich. Okay. Dann haben wir einmal Todesberg und zwar Rollender Goron. Verdammt. Gut, war ein kurzer Ausflug zu den Goron. Sehr kurz. Und jo, was geht? Oh mein Gott, Kirschtorte, die ist ultra. Die ist voll lecker, aber voll aufwendig zu machen. So. Tragisch. Okay. Können wir uns also hier schon mal sparen. Wenn ich jetzt Gas gebe, könnten wir kurz Boris Hallo sagen. Der läuft ja auf seinem Friedhof rum und macht ein bisschen Action für sich. Ist glücklich.
Weißt du, was cool wäre, wenn auch der Mond übernommen werden würde, wenn der auch in Ocarina of Time mit abstürzen würde? Wie lange? Seit 14 Uhr. Ach, seit 13 Uhr. Das war jetzt ja gleich. Anderthalb Stunden knapp, wenn ich jetzt in meinem Zelda warte mit ganz vielen Minispielen. Ach, ich finde gerade der Zeitfaktor ist in Majora's Mask wunderbar. Gerade das macht's, finde ich, hat so einen Reiz. Ah, Skulltötchen. Hat sich geklärt. Schwarzwälder ist nicht so schwer. Also für mich ist es schon schwer. Ich kann kochen, aber ich kann nicht backen. Wenn ich backe, ist das die größte Verzweiflung, die dabei rauskommt. Wirklich. Also ich schaffe es. Den letzten Kuchen, den ich gemacht habe, der war von innen flüssig und von außen verbrannt. Ich hasse backen. Wirklich. Ich liebe kochen, aber ich hasse backen. Wo ist Boris? Ist der tot? Oder ist es noch nicht richtig Nacht, damit Boris rumgeistert? Scheinbar ist Boris noch sehr unglücklich. Da haben wir die nächste Schachtel. Es ist eine Majora's Mask Schachtel. Mal gucken. Nice. Hätte ich jetzt nicht mehr am Schirm gehabt. Sagen die Leute, was du von dem bekommst. Ach, die sagen es mir instant. Das ist sehr lieb. Denn aber ich brauch den Überraschungseffekt, ehrlich gesagt. Ich muss mich quälen. Okay. Ich brauche das einfach. Ich brauche diesen Überraschungseffekt, zu wissen, dass ich nach 100 Skulltolas 5 Rubine bekommen habe. Ich brauche diese Qual. Das ist sehr wichtig für mich. Ups. Ich gestehe, damit sie perfekt ist, habe ich eine Fertigtorte gekauft. Mir fehlen die Zahlenkerzen. Was für Zahlenkerzen? Ach so, richtige Kerze. Ich habe gedacht, irgendwas, was du da einbauen möchtest. Backrad. Oh, Pizza ist ultra. Ah, cool, ich kann hier unten gar nichts machen. Ich habe nichts, um da zu flambieren. Ah, okay, gut. Hat sich erledigt. Ich wusste schon nicht, du konntest hier nicht rein. So, jetzt könnte ich noch auf dem Todesberg und hoffen, dass da irgendwas drauf ist. Ich bin jetzt nur zurückgegangen, weil Nacht ist und das Kind dann endlich weg ist. So, Schild, Grab haben wir weg. Es wäre sehr fett. Ich muss auf jeden Fall... Ich weiß nicht, ob sich's... Nee, ich mache mich erst groß. Ich kann dann ein paar Items mehr holen. Was? Falsches Lied. Ups. Aber ich glaube, so kann ich auch relativ schnell zwischen den Spielen switchen mit den Liedern. Ich brauche gar nicht immer zum Maskenhändler rennen. PG, was geht? Ach, einfach selber basteln. Kerzen selber basteln. Einfach eine fette Kerze nehmen und dann schmelzen lassen. Kerzenwachs auffangen. Doch dran schmeißen und dann ist gut. Okay. Oh mein Gott, stimmt. Ich habe ja jetzt die Dingens nicht. Die, sag schon. Hasenmaske. Ich werde jetzt ungefähr in 2 km/h durch die Gegend rennen. Mit meinem Messer in der Hand. Ich mag dieses zerbrochene Bekorumschwert sehr. Mir fällt auch gerade erstmal auf, ich habe beide. Ich habe das Quest-Item als auch das richtige kaputte Schwert. Das richtige Fake-Schwert. Ja, rein theoretisch. Ich meine, wir haben ja Samstag, denn noch ist alles offen. Ist aber auch irgendwie mal zu Ostern bescheuert, ne? Überleg mal, du hast Karfreitag hast du frei. Und Samstag musst du wieder arbeiten, um dann Sonntag wieder frei zu haben. Hallo, Typ. Hier. Lieblingsort in Ocarina of Time. Der Brunnen, der ist cool.
Was? Oh mein Gott, das hat, ich glaube, ich muss hier, das ist nicht die abgekürzte Quest, ich glaube, ich muss den wirklich 10 Stück bringen. Gelatine in die Sahne unterzugeben. Ich glaube, ich würde daraus irgendwie nur einen riesigen Klumpen machen, wenn ich mir das so anhöre. Ich backen. Nee. Ich bleib dabei. Backen ist wie Hexerei. Ihr arbeitet sonntags? Nein. Deswegen sag ich ja. Karfreitag ist frei, Sonntag ist frei und Samstag müssen dann die Leute arbeiten. So dazwischen. Einfach voll unnötig. Ah, guck mal, hier brennt schon alles. Sehr gut. Warte mal, kann ich mich nicht bei der Mühle mit dem Enterhaken an die Dinger hochziehen, so dass ich an die Flasche komme, die ich so begehre? Ne, kann ich glaube ich nicht. Angst? Warum? Ich will diese Flasche da haben, aber ich glaube, hier prallt man automatisch instant ab. Das war Fake-Holz, glaube ich. Ja, das ist Fake-Holz. Und ich weiß nicht, weil es die erste Ocarina of Time-Version ist, ob das mit dem Springen hier gar nicht gilt. Das könnte nämlich sein, dass es in den späteren Versionen nur so easy geht. Ich weiß auch nicht, warum ich das nicht hinkriege. Also, Link, entweder er springt 100 Kilometer oder er springt, macht so einen kleinen Hüpfer. Hör auf, Navi. Ich möchte nicht mit dir reden. Aber ich muss diese... Ich brauche die Flasche, definitiv. Die ist so wichtig. Ich werde nicht aufgeben. Also an sich ist das ultra easy, aber ich weiß nicht. Wie gesagt, das ist halt die, eine der ersten Ocarina of Time-Versionen, wo die auch noch unzensiert ist. Und da gehen einige Sachen irgendwie nicht. Das meine ich. Ich werde hier nicht aufgeben. Ich will da hoch. Nein. Vielleicht doch mal. Wir müssen einfach mal rumexperimentieren. Waren sogar Staus. Ja, die Leute sind ja auch wahnsinnig. Die tun so, als wäre die Apokalypse mal wieder. So, ich werde jetzt warten. Der ist sauer da hinten und aggressiv. Aber wenn ich die Flasche bekomme, ne? Yo. Ich glaube, es geht wirklich nicht in der Version. Ich wette, wenn ich jetzt eine andere Ocarina of Time Version laden würde, wird das instant gehen, weil das gibt an sich nie Probleme. Starbaker, das geht, alles fit. Ich versuche jetzt gerade eigentlich was sehr Simples hinzukriegen, was aber irgendwie in dieser Version nicht ganz geht. Weil es, wie gesagt, die unzensierte Version ist. Aber ich gleite da ja wirklich mehr oder weniger durch das Ding, ne? Sag nicht, ich kann mich hier nicht durchcheaten, ich brauche die Flasche. Ich brauche sie, die ist wichtig. Ich kann hier nicht weggehen. Ich kann das nicht akzeptieren. Nee, das geht wirklich nicht. Ich weiß nicht, warum es bei der Version nicht geht. Ich werde mal nachhaken. Mich würde aber interessieren, warum es nicht geht bei der. Weil eigentlich könntest du dich easy immer hier auf diesen Pfosten stellen. Oben dran springen und dann bist du glücklich. Baumkuchen ist ultra. Richtig geil. Das Holz an der Decke mit Haken. Ist sehr steiniges Holz. Leider. Oh mein Gott, Link, bitte. Ich weiß aber wirklich nicht, warum es hier nicht geht. Das ist eigentlich so ein simpler Trick. Du kannst es eigentlich direkt beim ersten Mal mal machen. Rückwärts. Das Problem ist, der hält sich da nicht fest. Und du jumpst nicht hoch genug. Okay.
Nee. Ich kann es nochmal seitlich probieren, aber irgendwie, ich denke nicht. Nee, guck mal, du gehst durch. Das geht bei dir wirklich nicht. Unglaublich. Bolero-Feuer, ich glaub's nicht. Okay, wo ist der Mühlenmensch? Oh mein Gott! Aber das Coole ist, ich kann mich jetzt relativ fix mal auf den Todesberg teleportieren. Ups. Oh, nice. Und ich glaube, ein Cheek-Item kriege ich auch noch, weil ich jetzt da auf dem Todesberg rumrenne. Oh, mein Gott. Ja, ich darf nicht aus der Mühle raus. Das ist ein ganz spezieller, bösartiger Ort. Naja, ein Anime hat es ja mehr oder weniger. Du kannst dir ja die, Dingens angucken. Die, die Serie, die Cartoon-Serie. Er ist sehr toll, wirklich. Eine sehr grandiose und wundervolle Serie. Ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. 48 Sekunden reichen. Noch ein Lied! Lullaby-Intro! Was ist das Lullaby-Intro? Das ist von dem fetten Babygeräusch, kann das sein? Das ist, glaube ich, der fette Geron. Der Babygeron. Ja, ist Babygeron-Lied, okay. Okay. Ich habe den Hammer nicht. Ich könnte von hinten. Ne. Wir können jetzt mal ganz kurz in Ruhe mal schauen, ob hier irgendwas Cooles ist im Krater. Okay, da sehe ich das Item nicht. Du kannst sie nicht empfehlen. Die ist doch unglaublich göttlich. Die Serie. Waldtempel Lied. Ja, das haben wir auch. Aber Problem ist, ich kann im Waldtempel, wie gesagt, nicht weiterkommen, weil mir ein Lied da drin fehlt. Deswegen kann ich den Waldtempel nicht wirklich machen. Das ist halt das große Problem. So, jetzt glitschen wir uns einmal durch die Tür, weil die jetzt einfach instant wieder zu ist. Wundervoll. Immer wieder schön. Oh mein Gott! Warte mal, wenn das Geron-Gewand nicht gerade 100 Milliarden Rubine kostet, könnte ich es mir sogar holen. Bin ich komplett behindert? Ach ja, stimmt, der ist ja weg. Die sind ja alle entführt worden. Mein Gott, warum müssen die sich verschleppen lassen, die Kakeron? Unnötig. Aber Hauptsache, der eine rollt, glaube ich, hier rum, oder? Der wurde nicht verschleppt. Ups. Mann, Mann, Mann. Kann ich nicht auch mich hier hochziehen? Geil. Unfassbare Funktion. Da ist er. Den werde ich mir holen. Der wird sterben. Warte mal, ich glaube, der beste Trick. Die Kisten habe ich schon. Also ich habe im Waldtempel alles gemacht, was geht. Mehr kann ich da nicht machen. Momentan. Also ich habe da wirklich alles gemacht, was ging. Haha! Komm her, Geron. Gib mir Geld. Ich wollte kein Geld, aber danke. Scheiße. Geron. Ah, Bart. Okay, gucken wir mal. Ich hab Geld. Ich bin reich in dem Spiel. Nur bis zu einer gewissen Grenze bin ich reich. Mein Reichtum reicht. Perfekt. Oh. Ich will nichts kaufen, dankeschön. Das war sehr lieb von dir. Ich glaube, ein Großteil vom Feuertempel könnte ich schon mal probieren.
Ich werde nur nicht komplett durchkommen, weil mir der Hammer fehlt. Es sei denn, ich würde natürlich den Hammer in dem Tempel bekommen. Zelda und Peach müssen sich immer verschleppen lassen, weil die im Plot-Device sind. Ja gut, das hat sich mit der Vergangenheit jetzt gerade geregelt. Das finde ich sehr, sehr schön. Oh, herrlich. Ich will trotzdem wissen, was da für ein Item drin ist. Aber ich sehe es nicht. Mal gucken. Gut, an der Stelle sollte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt mit meinem kleinen Messerchen rumrennen, sondern wirklich mal das Masterschwert ausrüsten. Ich bin mutig. Oh mein Gott. Ich muss ja sagen, vom Feuertempel bin ich auch absolut kein Freund, ne? Okay, jetzt wird's interessant. Ich möchte wissen, haben wir die alte Musik drin, die nicht gepatcht ist? Okay, das ist scheinbar die normale Feuertempelmusik, oder? Oder? Das ist die normale, oder? Nach der weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Oh mein Gott, was ist das denn für eine Special-Schachtel? Die ist weiß. Das ist die Beta-Musik! Oh mein Gott. Wir haben die Chukudam-Musik. Oh, wie nice. Oh, wie schön. Ja, die Random-Texte, das wollte ich auch definitiv mal wieder machen. Cool, es ist die Beta-Musik. Ich habe noch nie den Feuertempel mit der Beta-Musik gespielt. Ah, herrlich. Nee, ist wirklich die Beta. Man muss richtig hinhören. Das hat diese Harlemer, was weiß ich, komische Musik. Ah. Ne, auf die Random-Dinger freue ich mich schon sehr. Okay, guck mal. Hier haben wir auch schon das Problem. Das war, glaube ich, Fake-Tür. Nee, doch nicht. Ja gut, wir können hier auch nur bedingt weiterkommen. Genau wie im Waldtempel fehlt uns leider ein Lied. Ja, ja, geh du mal weg. Genau wie da fehlt uns einfach ein Ding. Oh mein Gott, ein Schlüssel. Wer hätte es gedacht? Müssen wir mal gucken. Der Pizzateig ist sehr fluffig geworden, wie ein Kirby Marshmallow. Ah, oh, die Beta-Musik ist schön. Die macht mich glücklich. Ich weiß gar nicht, warum sie die rausgenommen haben. Wirklich, die ist nice. Die passt auch zum Tempel. Hätte eigentlich auch ein bisschen zum Dingens-Tempel gepasst. Zum Schattentempel. Okay. Die große Reise geht weiter. Was wird das nächste große Item sein, das ich kriegen werde? Oh, Pfeile. Wird es der Hammer sein? Wird es die Göttermaske sein? Jetzt hört man es. Ja, jetzt ist es extrem. Jetzt rastet das Lied aus. Ich bin auch gerade sehr froh, dass wir sehr große Bombentaschen haben und sehr viele Krabbeln haben. Bomben sind so ein Key-Ding. Der Song war mehr oder weniger verboten, ja. Hallöchen, Goron, was geht ab? Schenk mir irgendwas Schönes. Gib mir die Göttermaske. Und, wird die Göttermaske sein in dieser Schachtel? Göttermaske oder Magie? Nerd, ich sei gegrüßt. Es ist Müll. Okay. Schlecht. Sehr, sehr, sehr schlecht. Es gibt eine Sache, die mir in letzter Zeit offen ist, und zwar die Möglichkeit eines Yokai Watch 5 in Deutschland. Ich wusste gar nicht, dass es so viele gibt. Aber wenn es Geld bringt, wird es auch kommen in Deutschland, glaub mir. Das lassen die sich nicht entgehen. So wie auch jedes Spiel oder jede Serie weitergeführt wird, teilweise gemolken wird, weil es Geld bringt. Muslimischen Gesänge. Ja, ich weiß, das ist halt immer so ein bisschen, ne?
Aber es hört sich halt trotzdem voll lustig an. Gut, ich glaube, da oben war eine verschlossene Tür. Ich glaube, da oben komme ich schon nicht mehr weiter. Wow. Diese Musik. Jo, Zack, ich wünsche dir auch noch viel Spaß und viel Erfolg mit Acheron. So ein schöner Charakter. Okay. Das ist doch nicht normal. Okay, ich glaube, da oben ist sowieso ein Ding. Ein Schlüsselding. Da komme ich nicht durch. Yo, Comic, hau rein, bis zum nächsten Mal. Clever Jade kommt dafür rein. Sehr gut. Ein C geht weg, der nächste C kommt rein. Ah. Was geht bei dir? Ich muss jetzt mal kurz gucken. War da oben auch eine Schachtel oder eine Rubine oder so? Weil ich meine, da war ja auch ein so ein Pinöppel, der schießt dich nach oben. Kloverjade, du kannst die wunderschöne Beta-Musik genießen von dem Spiel. Vom Feuertempel. Vor allem jetzt gerade. Sehr stark. Okay, ich brauche definitiv den Song, sonst komme ich nicht weiter, glaube ich. Ich glaube, im ersten Raum war nichts. Oder? Ja, Musik, raste aus. Ach, guck mal. Ah, ne, warte mal, hier war ein Goron, ne? Hier war der Bossraum. Hier war der Bossraum. Ich bin im Eimer. Sind die Leute so ausgerastet? Brauchten sie Teig, um sich zu nähren? Oh, hier ist eine Tür. Waren sie süchtig nach dem Teig? Oh mein Gott. Wow, links das Gesicht war ein bisschen zu nah. Perfekt. Dann kann ich hier schon nichts mehr reißen. Lass mal kurz überlegen. Was habe ich da jetzt für Dinger noch offen? Wir könnten rein theoretisch, wenn ich mir Feuer kaufe. Oder? Der dicke Zora King? Doch. Nein, falsches Lied. Oh mein Gott. Wir könnten zu den eingefrorenen Zoras gehen. Das wird eigentlich noch gut Sinn machen. Und dafür... Krieg ich was von dem... Doch, krieg ich, ne? Ich könnte mir blaues Feuer kaufen. Ich könnte aber auch hin und her gehen. Ne, wir machen es so. Wieso habt ihr 26 Grad? Oh mein Gott, hier ist einfach bewölkt die ganze Zeit. Bewölkt. Könntest du einen Super Mario Zelda Maker oder Legend of Zelda Maker vorschlagen? Die scheißen auf meine Meinung, das kann ich dir ganz ehrlich sagen. Es juckt dir nicht, was ich sage. Und wahrscheinlich bin ich auch schon auf der schwarzen Liste wie einige andere, weil wir Mods spielen oder Randomizer. Da sind die nicht sehr glücklich mit. Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Aber denen ist das vollkommen egal. Denkst du, irgendwelche Japaner hören da drauf, was ich sage? Ich bin ihnen relativ wurscht. Boydi, was geht? Ich meine, die Idee war ultra, aber das Problem ist, ne, Zelda hört ja sowieso auf kein Feedback. Ach, Zelda. Nintendo hört selten auf Feedback generell. Im großen Grab. Ach stimmt, das war ja töten, ne? Und dann die Kiste war jeweils mit den Fackeln. Noch eine extra Schachtel.
Ja, wie gesagt, wird mich nicht wundern. Wäre mir auch relativ eigentlich mittlerweile. Aber was Büsche? Warum liegen eigentlich in Büschen irgendwelche Rubine und Pfeile? Und wir in unserer Welt haben nur Müll. Du findest irgendwelche Plastiktüten oder so. Und da findest du richtig krasse Sachen. Denk mal, du willst draußen rumrennen und findest einfach so ganz random fette Rubine und irgendwelche Pfeile oder so. Das wäre schon nice. Ja. Ich nähere mich. Ich frage mich ja, warum hier eigentlich noch Wasser fließt, weil eigentlich da hinten eigentlich alles eingefroren ist, was existiert. Und mir ist gerade mal aufgefallen, wir haben alle ersten... Doch, wir haben die ersten drei Bosse durch. Nice. Legenden Arceus, keiner wollte es und es wurde so müllig abgegeben. Das ist aber halt die Sache von Game Freak. Die können sich das halt gönnen, einfach, ja, ich sag mal so, die könnten das schlechteste Spiel überhaupt erstellen und es würde trotzdem wie wild gekauft werden, weil Pokémon im Namen drauf ist. Das Traurige ist, ich kauf's nicht. Ich supporte die nicht, ansatzweise, was das angeht. Ich gebe keinen Cent mehr für Pokémon aus. Die alten Spiele waren ultra geil, aber mittlerweile nicht mehr. Deswegen, ich gönne ihnen das Geld nicht. War hier nicht auch irgendwas? Geil. Oder mit Hammer oder so? Oder mit dem Song? Irgendwas war hier, glaube ich, noch. Ah, ich war mir gerade nicht sicher. Ne, ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Müssen wir mal gleich mal gucken. Der Wassertempel wird toll. Wenn alles durcheinander ist. Da freue ich mich schon sehr drauf. So, der dicke König ist eingefroren. Der schillt in seinem Eis rum. Wenigstens ist er damit ein bisschen... Wie soll ich sagen? Frisch gehalten. Er kann nicht so leicht verderben. Aber schon krass, ne? Wenn man sich so den BOTW-König anguckt und den, der BOTW-König könnte ihn einfach gegen die Wand treten, ohne Probleme. So, jetzt bin ich mal gespannt auf, was eigentlich da unten für ein Item ist, aber das können wir uns jetzt erstmal schenken. Weil jetzt kommt der nächste... Oh, da hinten! Oh, cool! Müll! Erneut. Wie überraschend. Okay, Erdbeben. Wir haben jetzt mittlerweile schon Majora's Mask drin. Eiskevern. Nein. Eisplattform. Da. Perfekt. Ich muss das nur gerade ein bisschen abhaken nebenbei. Sonst habe ich irgendwann keinen Überblick mehr. Es ist wie BOTW. Ja, wahrscheinlich, weil es eine offene Welt ist. Wahrscheinlich meint ihr das deswegen. Ich meine, ich mag ja das Spielprinzip, ist ja von den neuen Pokémon schon nicht schlecht. Aber es ist fürchterlich, was die damit gemacht haben, generell. Aber ich habe es halt auch noch nicht durchgespielt, ne? Aber trotzdem, das Prinzip an sich mit der offenen Karte und so ist schon gar nicht mal so schlecht. Das Problem ist einfach nur, wenn du da irgendwelche, ja, nicht in der richtigen Reihenfolge machst, dann kommst du einfach overpowered zu irgendeiner Arena an und one-hittest sie einfach alle, weil die 20 Level unter dir sind. So, auf den Dungeon freue ich mich ja ganz besonders. Das ist so gar nicht Terror, der Dungeon, ne? Das ist so gar nicht Terror, ich mag den nicht. Ich finde den Abschnitt ehrlich ein bisschen schlimmer als den gesamten Wassertempel. Wirklich. Das Ding ist tausendmal schlimmer als der Wassertempel. Tausendmal. Oh, guck mal, er rennt weg. Warum rennst du weg? Ah, guck mal, der ist schlau, der positioniert sich. Das war knapp. Eine Flasche habe ich. Also ich habe zwei Stück in Ocarina of Time. Nur in Majora's Mask habe ich keine. Das macht es halt ein bisschen komplizierter. Ich brauche halt sehr, sehr dringend eine Majora's Mask Flasche. Ich habe gedacht, die werden auch übernommen, aber
Es ist wirklich nur Bogen und so, der übernommen wird. Schade eigentlich. Ja, ja, ja. So. Wenn man zu overpowered ist für bestimmte Bosse. Ja, gut. Weiß nicht. Da fehlt ein bisschen die Herausforderung. Why are you running? Das Ding hatte einfach Angst. Der hat gesehen, wie all seine Freunde gerade vernichtet worden sind. Da würde ich auch wegrennen. Ja, den letzten Boss, wie gesagt. Bogen ist sowieso overpowered. Zeitlupe ist overpowered. Also. Bitte, gib mir irgendein richtig cooles Item. Was mir jetzt das allererste Mal im Kopf kommt, du kannst dich doch einfach hier hochziehen an dem. Theoretisch. Wenn mich nicht gerade der ganze Raum angreift. Wenn ich eins gelernt habe, ignoriere niemals eine Fledermaus, wenn die existiert. Boah. Was ein Pro-Move. Komm, das geht doch. Du bist eine Abkürzung. Scheiße, ich habe meine Abkürzung gerade getötet. Ich habe aber noch eine Abkürzung. Die wartet hier oben. Ha! Ich wusste es. Du bist sehr nett zu mir. Och man. Meine Fee geht drauf. Spiele sind für Spaß und macht nicht so viel Spaß alles. Naja, das ist es halt, ne? Ich bin auch nicht so der Fan von, wenn du alles mit einem Schlag umbringst. Aber deswegen finde ich auch so Spiele wie Elden Ring ganz nice. Wenn du... Da wirst du eigentlich relativ spät und erst wenn du wirklich gezielt das machst, wirst du richtig overpowered. Aber ansonsten das gesamte Spiel durch, hast du Probleme. Warum soll ich da hingehen? Ist aber auch einfach immens schwer. Okay, Göttermaske, komm. Immerhin kommen hier ja keine Schlüssel, also hier könnte wirklich was Brauchbares in der Schachtel drin sein. Mal gucken. Göttermaske, Göttermaske. Müll. Perfekt. Mir kommt das so vor, als würde ich richtig oft einfach Crap kriegen. Also ich kriege ganz, ganz selten wirklich mal Items. Wenn ich mal überlege, wie viele Pfeile noch existieren. Ach, Pfeile. Wie viele Masken noch existieren, die man sich holen muss. Da müsste eigentlich... Und Lieder sind ja auch noch 3000... Oh mein Gott. Ah, sei gegrüßt. Alles wird bei dir. Oh mein Gott. Ich sollte niemals Flaschen und Pumpen auf die Knöpfe drauflegen. Das ist immer eine Katastrophe. Du hast ein paar Minigames verpasst. Nicht so spektakulär. Die haben mir bisher nichts Gutes gegeben. Aber man kommt schrittweise voran. Jabo Jabo haben wir fertig gemacht. Genau. Jabo Jabo mit der Barinade. Okay. Dann kann ich gleich noch den dicken König auftauen. Krieg vielleicht von dem noch irgendein Item, das ich brauchen kann. Bei mir ist soweit alles fit, ja. Bei dir so geht's so, warum? Gucken wir jetzt mal. Aber der Dungeon ist ja jetzt an sich auch schon so gut wie fertig. Mal gucken. Oh mein Gott, ich habe das Rätsel vergessen. Schieberätsel. Mit verkackten Fledermäusen. So in Real Life liebe ich Fledermäuse, aber in den Spielen einfach nur hassenswert. So. Da ist noch eine. Das ist einfach Doppeltreffer. Nein, das ist gefährlich. Ich
bin sehr nah dran, die 20. Skulltula zu kriegen. Dein Arbeitsplatz schließt bald. Warum das denn? Das hört sich nicht gut an. Ja, ist natürlich kritisch. Ich meine, das einzig Gute, was du daraus sehen kannst, ist, du weißt es wenigstens im Vornherein und kannst dann natürlich Maßnahmen ergreifen. Und schon mal irgendwie Ausschau halten, aber das kann ja auch manchmal sein, dass die einfach so, jo, wir sind jetzt fertig, tschüss, von jetzt auf gleich. Dann hast du natürlich ein Problem. Aber so hast du ja wenigstens ein bisschen Vorbereitungsphase. Das ist schon mal ganz gut. Soll ich meine Hoffnung noch weiter haben, dass die Göttermaske in dem Dungeon kommt, oder soll ich langsam aufgeben? Wobei ich glaube, ich stelle mittlerweile schon einfach eine ganz normale Standardflasche gegen die Göttermaske. Ich wäre sehr viel glücklicher, glaube ich, einfach mit so einer Majora's Mask Flasche. Oh mein Gott. Ich sehe gerade das allererste Mal im Spiel, dass die silbernen Rubine, die man für die Rätsel einsammelt, die erhöhen sogar die Rubintasche. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ich dachte, das wäre nur fürs Rätsel. Guck mal, ich habe jetzt... die geben 5 Rubine. Oh mein Gott. Das ist mir noch nie aufgefallen. Aufgeben. Ich glaube auch schon. Wenn ich es am wenigsten erwarte. Vielleicht bei einem Bosskampf oder so. Das wäre schön. Jetzt hole ich mir erstmal kurz noch Feuer, damit ich gleich mal kurz den Fischkönig flambieren kann. So, komm her, mein Freund. Welches, was auch immer das für ein Feuer ist, das eigentlich in einer Flasche existieren kann. Mein Gott. Ja, das ist schon extrem. Aber guck mal, wenn wenigstens Umschulung ist, hast du ja wenigstens noch ein bisschen was draus, ne? Warte mal, ich glaube, ich kann von hier aus auch da drauf jumpen. Da muss ich das Rätsel jetzt nicht komplett fertig machen, sondern ich kann es hier... Perfekt. Hör auf! Warte mal, wie heißt du? Freezard. Ich wusste noch nie, wie die Dinger heißen. Ich wusste noch nicht mal, ob die Dinger überhaupt Namen haben. So, jetzt... Nein, ich habe kein blaues Feuer mehr für den dicken König. Ich muss gleich neues kaufen. Ich mache aber... Ich gehe lieber gleich rein und raus, weil dann kann ich das besser holen. Der Wolf hat Angst. Komm. Koi-Typ, was geht? Alles fit? Perfekt. Oh, welches wunderschöne Item erwischt mich jetzt? Es ist eine... Oh mein Gott. Das ist eine Majora's Mask-Kiste in winzig. Maske? Herzteil. Noch was? Mein Gott. Sehr gut. Wenigstens haben wir jetzt schon mal ein weiteres... Wie heißt das? Ein weiteres Lied für Majora's Mask. Brauchen jetzt aber erstmal noch ganz kurz Dingens. Gut, aber das ist gut. Wir brauchen das nämlich, das war doch das Lied für die Riesen, ne? Dass man die beschwört und dann sind die glücklich und können mir helfen. Ich meine, das war das Lied. Heißt, eins der Schlüsselpunkte, um Endkampf zu machen mit Majora's Mask, ist damit eigentlich schon gesetzt.
Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Doch, wir brauchen die 4. Verdammt. Wobei, ich glaube, ich muss sogar nur 3 Tempel mehr oder weniger machen in Majora's Mask, weil ich habe ja ganz random in einer... habe ich irgendwann die Maske fürs Ende bekommen. Also müsste eigentlich der Dingens befreit sein, einer der Riesen. Rein theoretisch. So, ich hoffe, das lohnt sich jetzt, dass ich den dicken König noch hier sein Feuer hole. Für die Titanen. Die Titanen. War so 30 Videos vielleicht sogar mehr von dir angesehen, um Theorien. Ach, die Theorien. Ja gut, das ist so doch das Hauptding, weswegen die Leute gekommen sind. Momentan gibt es halt so gut wie keine Theorien, einfach aus dem Grund, weil, ja, Theotika hat lore-technisch nichts hergegeben, was sehr problematisch ist. Ich meine, das Ding hat mehr Fragen reingeballert als Antworten. Es hat eigentlich immer nur Sachen hinzugefügt, ohne irgendwas zu erklären. Deswegen kannst du damit nicht wirklich arbeiten. Man kann eigentlich nur so viele Herzteile finden, wie da sind. Also, es gibt nicht mehr als möglich, sagen wir es so. Es gibt nur eine gewisse Anzahl. So, okay, wir haben... Da hinten ist ja eigentlich noch die Höhle. Aber ich glaube, die ist nur wichtig, wenn du klein bist. Oder war die Höhle auch, wenn ich groß bin? Ich meine, die war nur, wenn ich... Wobei, warte mal. Ich gehe einfach nochmal gucken. Ich frage mich, ob man im Film mehr erfahren wird. Naja, ich denke, der Film, das wird ein eigenständiges sein. Er wird wieder der gleiche Grund sein, wie bei allen Sachen, wo die dann sagen, wir wollen uns nicht limitieren, wenn wir den Film machen und wollen uns da nicht extra... Ich meine, wenn jetzt einen Zelda-Film machen, der irgendwie auf die Timeline basiert, dann haben sie wieder bestimmte Grenzen selber gesetzt. Und das werden die nicht machen. Okay, hier komme ich gleich durch. Deswegen, ich bin mir ziemlich sicher, der Zelda-Film wird eine Standalone-Sache sein. Weil, marketingtechnisch gesehen, wollen sie ja natürlich auch Leute anlocken, die nichts mit dem Spiel am Hut haben. Und die auch den Film verstehen, ohne irgendwie die Spiele gespielt zu haben. Sonst würden sie eine viel zu kleine Gruppe ansprechen. Und mit dem Film, der dann wahrscheinlich als einzelnes Ding steht, würden sie dann auch neue Kundschaft für die Spiele generieren. Deswegen glaube ich nicht, dass der Film irgendwie aussagekräftig sein wird für irgendwas. Moni, was los? Ernie. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Gehe ich eine Wette ein? Ja, das war schwach. Das war eine schwache Leistung. Dicker Zora-König. Okay, Eisding haben wir fertig. Die haben wir alle. Okay, kann ich abhaken so. Das haben wir. Das hat sich noch nicht freigeschaltet. Castle Town haben wir. Treasure Game noch offen, was ich nicht machen kann. Ich muss jetzt gerade mal überlegen. Ich könnte noch mal probieren in den... Ich weiß nicht, ob ich da ohne Hammer zurückkomme. Ich teste es mal kurz. Ich habe es jetzt gerade nicht auswendig im Kopf. Moni! Hunger? Moni! Mau? Merni. Ich glaube, ich muss Moni gleich mal füttern. Ich glaube, die hat Hunger. War hier nicht oder war der oben? Der war oben, ne? Der war oben. Der Platz, wo ich die Dingens reinschmeißen kann. Die Erbsen. Epona habe ich nicht. Ich habe das Lied nämlich noch nicht, deswegen. So, da habe ich noch nichts, was ich machen kann. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob der Sprung reicht. Doch, perfekt.
Cool, dann kann ich ja jetzt hier im Todeskrater wenigstens noch vielleicht die ein oder anderen Sachen nehmen. Heulender Goron, das ist nicht das, was ich suche. Adult Map. Schick, da haben wir den Krater. Wir haben eine Kratergrotte noch. Wall, HP, also da sind noch welche. Ja, ich weiß, da gibt es einen Songzollen. Also das wird wahrscheinlich irgendein anderes Item sein. Muss ich mal gucken, was da drin ist. Mal gucken. 6 Jahre. Das ist auch schon mal was. Sind das Geschwister oder was? Wäre wohl ein Bogen, der so wäre wie das Masterschwert oder Heiliger-Schild. Der Heiliger-Bogen. Ich frag mich aber ehrlich gesagt, ob die, ob die wieder so Bücher noch rausbringen für... Okay, da ist ein Herzteil, das ist relativ, ja, unnötig eigentlich. Ob die jetzt nochmal so ein Buch rausbringen für TOTK, aber irgendwie zweifle ich schon ein bisschen dran. Was liegt da? Was ist das? Wie unnötig. Oh mein Gott. Eine Standardmaske. Also wirklich Standard. Das ist eine Ocarina of Time-Maske, die kein Mensch braucht. Höchstens, weiß ich nicht. Ich glaube, für die Tauschquest oder so brauche ich die noch. Aber das ist ja sowieso richtig durcheinander hier, ne? Du hast ja gar keinen Durchblick mehr. Okay, im Krater kann ich das eigentlich abhaken. Die Kratergrotte haben wir gemacht. Das kann ich auch wegmachen. Was haben wir hier draußen? Feuertempel, okay, das ist ein eigenes Ding. Bikoron. Kann ich auch noch nicht machen, okay. Sind die Kisten und MM auch immer randomized? Ich glaube, das geht nur einmal. Also ich glaube, die sind einmal offen. Also die sind einfach geöffnet und das war dann. Ups. Moni! Moni! Moni. So, mal gucken. Oh, wieder ein Rubin. Das kann doch nicht sein. Du kriegst so Crap-Sachen teilweise. Okay, ich muss auch kurz gucken, wo das hier ist. Krater. Das ist es nicht. Goron Maze. Goron Maze. Death Mountain Trial. Summit Ferry. Das ist es. Ja, stimmt, ein Herzteil. Du hast recht. So, bei der Kuh brauchen wir nicht reingehen, das ist unnötig. Minigame ginge noch schnell. Moni? Meani. Ach, Meani. Das Bogengame, das werde ich mir auf jeden Fall jetzt noch gönnen. Moni? Braves Kätzchen. Moni. Sehr schön. Moni schreit rum. Ich glaube, die hat Hunger. Dekobaum ist fertig, ja? Wir haben die ersten 3 Dungeons fertig. Corona, ja, Corona Ganondorf, das war auch einer der kaputten Einfälle. Das war ein sehr kaputter Einfall. Aber es hat geklappt, das war ein Video, es hat wenigstens Spaß gemacht zu bearbeiten. Okay, das nächste Terrorspiel. Ich glaube, das hatte ich nicht gemacht, ne? Nee, ich habe das in der Stadt gemacht. Das hatte ich noch nicht. So. Gib mir was Gutes, gib mir was Gutes. Okay, das ist gut. Die Bombenmaske ist wirklich sehr brauchbar. Wirklich, also da bin ich nicht sehr traurig drüber. Ich finde, das ist mitunter eine der geilsten Masken überhaupt. Weil das spart ja einfach eine Menge Ärger. Gut, wir können ja dann noch mal ganz kurz in das Zombie-Grab gehen und gucken, was da abgeht.
Ich weiß jetzt gerade gar nicht, Boris, habe ich beide Belohnungen bekommen? Doch, habe ich beide Belohnungen. Gouda oder Emmentaler Reibekäse? Ich finde den Reibekäse sehr cool. Der ist ziemlich mächtig. So, okay, den Puh nehmen wir auch mal mit. Kann ich das Ding auch noch nachher abgeben? Muni! Ja, ja, ja. Geht die denn noch in OT? Die Maske oder was? Die Bombenmaske, die geht. Okay, ich muss mal kurz hier den Raum wegsnipern. Ledermäuse, furchtbar. Okay, irgendwo versteckt sich wieder eine. Die ist immer hier am Eingang, immer. Es ist immer die. Boris-Rennen habe ich schon fertig. Da kann ich leider nichts machen. Okay, Zombies ignorieren wir mal schnell. Nein. Na, hör auf, mich anzuschreien, du Drecksding. Ich find's irgendwie traurig, wenn ich mal so die Zombies hier sehe, so im Vergleich mit TOTK. Es ist schon sehr sad, dass sie nicht so cool sind wieder. Ich habe ernsthaft Serenade des Wassers bekommen, ich glaub's nicht. Ich meine, ist okay, nicht so das Hardcore-Item, aber ich merke auch, Fackeln kann ich nicht anmachen. Ich habe nichts, was Feuer macht. Ich habe eine andere Idee. Und zwar Erbsen setzen. Einmal am Friedhof. Einmal am Heiliger See. Ups. Weil, wenn ich jetzt gleich mal ganz kurz Bohnen setze, dann kann ich nochmal zwei Items holen, die ich brauche. So. Das Fischspiel in Groß ginge auch noch, fällt mir gerade ein. Das habe ich auch noch nicht. Ich muss mir aber erstmal nochmal die ganzen Quests von Majora's Mask reinziehen, die ganzen Tauschquests. Das ist halt auch ein bisschen durcheinander, weil wir die Items auch komplett random bekommen. Wassertempel kann ich nicht fertig machen. Ich habe keine Eisenstiefel, deswegen kann ich den relativ abschminken. Da kann ich noch nichts machen. Ah, lol, hier habe ich das Ding schon reingemacht. Ey, mein Gott. Ich frage mich, ob der Ganondorf aus TOTK der letzte war. Jetzt weiß ich, die könnten einfach gerne mal wieder neue Bosse machen. Ich meine, immer nur Zelda, Ganondorf, Link, so die gleiche Rezeptur immer und immer wieder, ist ja auch irgendwo ein bisschen langweilig. Geh weg, Eule, und nimm mich bitte nicht mit. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Kusch dich. Kusch dich. Geh doch mal ein bisschen schneller los. Mein Gott. Man muss die so Speed aufbauen erstmal. Na, es wird mir aber, weiß ich nicht, ich wäre schon glücklich, wenn die jetzt nicht nochmal den gleichen nehmen. So, ihr Dekuskrups. Müll. Müll. Hast du was Cooles? Die Oma ist schon gerettet. Cool, nur Krepp. Krepp. Nur Krepp. Die Oma ist schon gerettet. Haben wir alles schon gemacht gehabt. Mhm.
Nee, ich hab kein Dingens. Ja, ist im Endeffekt der nächste. Oh, ich hab doch Hasenohren. Oh, das ist so angenehm, wenn du ein Kind bist, ne? Generell. Oh, es ist Nacht. Wusch. Ich brauche langsam, wirklich, ganz, ganz dringend eine Dingensmaske. Lecker Crepe. So, jetzt können wir ganz kurz chillen, bis es Tag wird. Bald. Bald. Was spielst du? Die Ocarina einfach. Also, der nächste ist, der nächste Plan ist jetzt noch die nächste Erbse zu legen, damit ich dann gleich in Erwachsenenform kurz die beiden Dinger benutzen kann und Items holen kann. Ich hoffe, es geht. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wo ist die Katze? Die ist hinten auf ihrem Schlafplatz drauf und chillt. So, ich hoffe, da oben ist da auch wirklich was drin, was mir irgendwas nützen wird. Das ist ein Universalwort, das passt immer. Krebs mit Erdbeeren. Mein Gott. Ikana-Friedhof kann ich mir momentan schenken, da kann ich noch nicht hingehen. Okay, go. Mal gucken. Wir können jetzt nur hoffen, dass da wirklich hier und da nochmal ein paar gute Items rauskommen bei den beiden Orten, die wir jetzt nochmal kurz angucken werden. Ansonsten wird's eklig. Der Hammer wäre halt auch mega gut, ne? Oder Epona Song oder so. Das, da wäre ich auch sehr glücklich mit. Weil mit Epona hätten wir dann auch nochmal ein paar Stellen, wo wir hingehen könnten. Bei Tempel haben wir schon mal gemacht, ne? Ja, haben wir schon mal. Oh, guck dir das an. 4 Portleader. Was geht? Song of Storms wäre auch noch ziemlich nice, wenn wir den irgendwann mal kriegen sollten. Aber im Prinzip fehlt eigentlich gerade alles. Das ist das große Problem. Ich denke auch, es ist sehr, sehr viel noch in Majora's Mask versteckt, weil wir die Großteil der Karte noch nicht gefunden haben. Sammeln des Skulpturas, die sind so nebenbei. Das ist eine Nebenquest, nicht so mein Hauptding gerade. Die kommen sowieso von selbst, die Viecher. Reis mit irgendeiner ekelhaften Currysoße. Currysoße ist doch ultra. Oh, ich kriege aber auch langsam Hunger. Ich habe seit vorher nichts mehr gegessen. Ich habe heute nur so eine halbe Brotscheibe und eine Kartoffel gegessen. Und einen Toast, glaube ich. Warum war eigentlich Boris vorhin nicht da? Ich muss doch noch das komische Minigame mit dem machen. Wo gehe ich eigentlich hin? Falsch.
Kartoffelpüree ist ultra. Unterschätzt das niemals. Das ist megamäßig. Oh mein Gott, ernsthaft. Wie schlecht. Und dann würde ich sagen, ups. Nein. So. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt einmal ganz kurz noch da gucken. Und das Fischspiel kann ich auch noch machen in groß. Ich meine, einmal hat mich der Dingens schon nicht enttäuscht. Tauchen kann ich zwar noch nicht machen, das... Ah, ich kann gar nicht das Fischspiel machen, sehe ich gerade. Ist alles ausgetrocknet. Ja, der ist tot, aber ich war als Kind da und der war nicht draußen am Rumlaufen. Die Zeit war nicht richtig. Das finde ich eh so ein bisschen komisch, dass du bei Boris in Ocarina of Time die Zeit abpassen musst für nachts. Oh, danke, Roter Weiser. Du wirst jetzt mal was sehen. Guck dir das an. Mein neuer Ultra-Sidon-Alert. Kann das sein, dass das hängt? Warum hängt es? Jetzt! Wunderhübsch, ne? Der Krippe-Alert. Das war auch gar nicht verzweifelnd, das Ding aus, also Sidon auszuschneiden. Frame für Frame. Er war Stunden für ein paar Sekunden Aufnahme. Ein Herzteil. Halleluja. Das Bild. Okay. Das hat jetzt schon mal nicht viel gebracht. Rooftop haben wir weg. Adult Fishing komme ich nicht hin. Nee, da komme ich ja noch nicht hoch. Ja, ist ultra. Ich kann euch mal ganz kurz das ganze Ding zeigen. Nicht wundern, dass da jetzt kurz steht Start. Das da. Ist natürlich nicht 100% perfekt ausgeschnitten, weil es wirklich anstrengend ist, jede Sekunde da durchzugehen. Und das hat sich jedes Mal die Maske verzogen. Es war sehr nervtötend und irgendwann wollte ich einfach nur noch fertig werden, weil es wirklich so viel Zeit gefressen hatte und ich nicht den gesamten Tag dran sitzen wollte. Für so ein paar Sekunden reicht's ja. Die Sache ist, der sitzt immer über so ein Stück Pappe, lehnt er sich immer drüber. Dann sieht das immer so aus, als wäre er gerade jetzt wird er irgendwie da so auf, in so einem Laden sein und Sachen verkaufen. Echte Katzen. So, das dazu. Aber eigentlich müsste es auch damit gehen. Nutzt die Erz... Ja, habe ich jetzt gerade auch überlegt, weil die fliegt ja auch so weit nach links, ne? Haferflocken sind ultra. Kannst nichts gegen sagen. Das ist Sidon exakt. Das ist Sidon. Mifa ist ein bisschen schmaler als er. Und die hat ein bisschen mehr die Marmorkuchenform. Okay, go. Ich weiß nicht, das ist einfach so ein Ding, was ich immer gerne mache, die Katzen in den Kanal mit zu integrieren. Die sind so der Hauptcontent. Nicht anvisieren, schmeißen. Ich glaube, hier ist gut. So, jetzt will ich auch einen ganz dicken haben. Ich glaube, boah, das ist ein fettes Monster. Guck dir das an. Oh ja, komm her. Boah. Ich glaube, damit gewinne ich. Instant. Richtig brutale Musik hier. Da, komm, du hast keine Chance. Komm, put, 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 put. Komm. Boah, der wehrt sich, der ist richtig fett.
Den geilen Köder habe ich nicht gefunden, nein. Gott. Komm. Guck mal, der kämpft auf den letzten Zentimeter. Der ist dick. Ich krieg zu 1000% Rubine oder irgendwelche Pfeile. Zu 1000%. Ich mache mir da gar nichts vor. Warum hat er Lichtpfeile? Oh mein Gott. Gut, ich meine, die bringen mir jetzt auch nicht viel. Erst später, aber... Ich brauche immer noch eine Flasche. Okay, perfekt. Naja, aber ich werde jetzt auch erstmal ausmachen. Ich habe übelst Hunger und ich wollte noch ein bisschen was erledigen. Bin ja jetzt auch schon seit 2,5 Stunden dran. Oder? Doch, seit 2,5 Stunden. Ich mache jetzt erstmal aus. Ich weiß nicht, ob ich über Ostern noch was mache. Wahrscheinlich nicht, weil es ein bisschen gewuselt wird. Auch so Familienstuff. Deswegen denke ich mal, nächste Woche werde ich weitermachen. Wobei, ich muss gucken, wie wir es machen. Ich muss mal gucken. Vielleicht Mittwochabend oder so. Oder Dienstag oder so. Mir hat ein bisschen wuselig. Dienstag eher. Rechne immer mit Dienstag. Das ist momentan ein bisschen voll jetzt die Woche. Danke auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Genießt Ostern. Wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich am Dienstag wieder, wenn ich nicht bis dahin noch vielleicht das ein oder andere Video fertig habe. Was ich hoffe. Okay, das ist gesaved. Ich muss jetzt mal ganz kurz alles hier speichern, damit hier nichts weggeht später. Ja, dann genießt mal die Ostertage. Geht's irgendwie ruhiger an, auch wenn die Menschen gerade draußen mit Stress wieder umherrennen. Und dann wünsche ich euch noch was. Wir sehen uns und danke fürs Zuschauen.